Erstmal herzlich willkommen zu Wein am Limit, zur 87. Folge, dem dritten Livestream. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Ich denke, es werden noch nicht alle da drauf sein. Einige sind wahrscheinlich noch auf dem Weg nach Hause, kommen von der Arbeit. Heute ist ja auch Valentinstag. Mein Gott nochmal, Valentinstag. Habt ihr alle Blumen geschenkt, verschenkt und sowas, ja? Ja, ich sehe schon, Axel Finger ist dabei, neben mir. So, Leute, erstmal ein paar kleine Änderungen. Ja, also ich habe gedacht, es kann nicht mal sein, dass wir so eine männerlastige Runde ja machen. Und Selin Langbein war in der 18. Folge bei mir, damals zu den Amphorenweinen. Und Selin ist heute wieder da. Sie ist Sommeliere, ausgebildet an der Industrie- und Handelskammer, IHK. Ja, das genau. Ist richtig. Und viel wichtiger allerdings finde ich mal jetzt den Fakt, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Ich habe dich kennengelernt, würde ich sagen, schon vor einigen Jahren. Da warst du auch schon total interessiert an Wein. Und du hast ja diese, ja, wie soll ich sagen, diese Frische und vor allen Dingen diese Begeisterung für Wein total erhalten. Ja. Warum ist das so, Selin? Wein ist Genuss, Wein ist Leidenschaft, Wein ist ein Teil von Gastgebertum. Ich, es gehört einfach mit dazu. Es ist ein bisschen Spirit of Life auch. Ich werde auch häufig mal gefragt, was mich an Wein fasziniert und was fasziniert dich denn am meisten? Hallo, ihr zwei Hübschen. Oh. Guck mal, da schreibt, es kann losgehen. Lieber Werner. Ja, und es ist kalt hier, kann ich dir sagen. Ich habe mir guck mal, Selin hat sich hier eine Decke hier unten drunter. Ich habe hier Mützchen drauf. Was begeistert dich denn mehr, der Wein oder die Menschen? Oder das Ganze? Die Menschen auch, der Wein natürlich. Also auch die Menschen, die hinter dem Wein stecken, aber auch die unglaubliche Bandbreite, die einem geboten wird. Und das ist einfach extrem spannend. Also jede Rebsorte, die für sich irgendwie mit ihren Aromen sprechen kann. Und Irgendwie immer was Neues kennenzulernen. Genau. Ich glaube, wer Wein trinkt, bleibt auch neugierig und irgendwie bleibt auch ein bisschen frisch in der Birne. Mastermind Tobias Ritz hier heute hinter der Kamera. Ihr werdet ihn nicht zu Gesicht bekommen. Er ist der Bachelor. Der Bachelor von Hamburg Hamm. Und, aber er sorgt dafür wieder, dass das hier alles läuft. Und vielleicht noch ganz kurz für alle, die diesmal das erste Mal hier auf diesem Livestream sind und sozusagen, für dich ist es ja auch das erste Mal heute, Selin, dabei sind. Vielleicht noch mal ganz kurz so ein paar kleine Spielregeln, wie das läuft. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier seine Meinung kundzutun, bevor wir jetzt hier die beiden Weine aus dem Weinpaket verkosten. Das heißt also mit anderen Worten, ihr könnt entweder über den Hashtag Wein am Limit auf Twitter mit mir in Verbindung treten oder, guck mal, kommt schon eine ganze Menge. Ja, Chili Vanille ist auch dabei. Dieses Mal auf Apple TV. Geil. Lieber Chili, ist Weihnachten ist erst wieder oder war gerade für dich anscheinend. Schön, dass du dabei bist. Und Werner, ja, na klar. Und auch Axel. Also, merkst du schon, das ist eine männerlastige Runde hier bei Weihnachten. Ja. Deswegen bist du heute hier, Selin, damit das Ganze mal ein bisschen aufgelockert wird. Da werden hoffentlich noch die ein oder anderen Damen noch mitspielen. Doch, ich denke, am Valentinstag mache ich mir zumindest Hoffnung. Also Moment, ich war bei den Spielregeln. Also, Hashtag Wein am Limit. Bitte, wer da über diese Art was hier kundtun möchte oder es auch weiterempfehlen möchte, was hier gerade passiert, auch seinen Freunden. Sharing is caring. Das andere ist natürlich, dass ihr bitte... Der Direktore ist auch am Platz. Ja. Herr Direktor, mein lieber Scholli. Ne, aber nicht die ganzen Flaschen vorher trinken. Du probierst mit uns, ja? Und dann hat Sascha, sind da. Hallo Sascha. Ja. Nikolas kann losgehen. Barolista mit zwei weiteren Weinfreundinnen zur Verkostung angetreten. Ja, also, da hat sich doch jemand, sag ich mal... Ich würde mal sagen, da hat sich doch jemand den Valentinstag nochmal was ganz Besonderes gegönnt. Gleich zwei auf einmal. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Na, das wird ja was. Prateralle, Wien schaut doch zu. Ja, wir haben ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Schöne ist, also wir kommen sogar mittlerweile selbst ins Tal der Ahnungslosen. Man kann uns sogar in Dresden sehen. Das ist das Schöne am Internet. Also auch dort sind wir. Tobias, was ist los? Du kommst aus Rostock. Du musst dich jetzt, da habt ihr auch schon Internet. Ja, doch. Aber nicht viel. Doch. Also falls jemand aus Rostock zuschaut, das ist Tobias Rätz, das ist, der macht euch eine Bandbreite für euch zu Hause, da wird alles gut. Der Wali 138 bin auch am Start. Aachen ist auch dabei. Also man merkt schon. Ja, Carsten ist auch da. Grüße aus dem Münsterland. Grüße zurück ins Münsterland. Super. Ja. Also das war ja echt super pünktlich gewesen. So, für alle anderen, die da sehen, musst du ja auch ein bisschen immer aufpassen, genau. Die kannst du auch immer mal, ich muss mal ganz kurz der Seelen das einfach zeigen hier, die kannst du dann einfach immer, wenn die dann zu viel quatschen, dann werden die weggeklickt. Ich meine, was man immer noch machen kann, sag, alles klar, du hast es getroffen, Weihnachten. Siehst du, dann
Hier können wir sie auch noch immer nachschauen. Und ja, Chat geht auch wieder, oder? Ja. Alles ja, Philipp, geht. Also der Chat ist offen für alle, die mit mir befreundet sind auf Facebook. Das geht nur über mein persönliches Profil. Die können aber auch noch chatten. Ansonsten, irgendwann werden auch wahrscheinlich die beiden Winzer heute Abend noch zu uns stoßen. Zum einen der Luis Antonio Cedera vom Weingut von der Quinta de Soalero, dem für mich zurzeit spannendsten oder einen der spannendsten Vinho Verdes, die es gibt. Und natürlich der liebe Stefan Attmann, den auch viele schon in der dritten Sendung hier verfolgen konnten. Der, ja, wie ich sage, für mich zurzeit den extremsten Stiefel reitet, auf dem man reiten kann, aber mit viel Erfolg und grandiose Weine macht und den Deidesheimer Kalkofen hier heute Abend sozusagen am Start hat. Das heißt also, diese beiden Winzer werden auch irgendwann mal zu uns stoßen. Also Leute, deswegen schreibt keinen Scheiß, ja, sonst gibt's Ärger. Gut, Fabian aus Ludwigsburg ist live dabei, mein lieber Scholl. Und die Opus Machina. Oder Machina? 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 Opus Machina. Ich kenne einen Chateau Neuf du Pape, Deus Ex Machina. Oh. Ja, kennst du den auch? Ich kenne ihn. Und der schmeckt genauso wie der Name. Also es ist ein kraftvoller Wein. Ach, guck mal, und da ist Bianca. Hallo Hendrik, ich bin auch wieder dabei. Auf einen schönen Abend. Die Bianca. Mal ja auch fleißig. Ja, Bianca, hast du es mitgekriegt? Ja. Das hast du schon gesehen? Ja. Was gibt's, Axel Finger? Grüße aus OWL. Ich habe Durst. Los. Lieber Axel, du hast dir die Flaschen doch schon gestern aufgezogen. War doch so, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Also die Bilder, die ich bei Facebook gesehen habe, die haben eindeutig, du hast gestern schon immer so Riechproben genommen. Ja, das sind schon hier die, was sagt Twitter zurzeit? Ja, Twitter sind sie ruhig. Das ist immer noch nicht so richtig. Ich frage mich, warum Twitter in Deutschland nicht so, warum ist das so, Tobias? Warum hat Twitter in Deutschland so eine, ist natürlich aber scheiße, wenn man am Essen ist und angesprochen wird, ne? Aber gut. Ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz angekommen in Deutschland. Ja, aber eigentlich ist es auch ein super Verteilungsmittel und ja, an sich schon, aber keine Ahnung. Facebook ist noch nicht so weit, du meinst, die Deutschen lieben mehr diese Facebook-Geschichte, weil die ein bisschen persönlicher ist. Ja, Twitter geht ja doch ein bisschen mehr in Botschaften eigentlich oder in was? Die haben es echt eilig. Also Philipp schreibt, dass er dann zwischendurch auch schon mal anfängt zu trinken. Eingeschenkt hast. Genau. Mein lieber Philipp, das darfst du. Du hast ja schließlich auch bezahlt. Also von daher kannst du die ganze Flasche schon exen, wenn du möchtest. Nein. So, ja, aber ich denke, lass uns ruhig mal anfangen. Ja. Da ist der Oliver Schwarz noch. Moin, Grüße aus Köln. Hey, super. Ey, das klappt heute richtig gut. Ich kann ja auch durchaus mal sagen, also es sind so circa fast 100 Weinpakete gewesen. Also ich denke, es werden heute Abend noch eine ganze Menge Leute hier zu uns stoßen. Und wie gesagt, Leute, tut mir einen Gefallen, wenn ihr Bock habt, verteilt es, erzählt es euren Freunden. Auch wenn ihr jetzt keinen Wein haben, können sie vielleicht mal so ein bisschen sehen, wie, ich glaube, eine Weinprobe im modernen Zeitalter des Webs sehr virtuell, sehr ja, reell und ja, vor allen Dingen auch sehr offen geführt werden kann. Also Leute, sharing is caring an der Stelle. So, jetzt kommt die große Aufgabe hier für unseren Fachmann. Kommen wir zum ersten Wein. Alvarinho Soalero. Quinta de Soalero aus Portugal, aus dem Norden von Portugal, 2012. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe den Wein neulich mal das erste Mal so, ja, sag mal, so halb, im Halbbewusstsein getrunken. Allerdings heute habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und ich mache das mal so. Heute bin ich sehr gespannt, wie er sich präsentiert. Es ist vielleicht nicht gerade die richtige Jahreszeit dafür. Das gebe ich zu. Also ist eigentlich so, ich glaube auch, dass der Wein noch von der Entwicklung sicherlich jetzt diesen Sommer eigentlich nochmal ein bisschen zulegen wird. Ist halt ein klassischer, was heißt ein klassischer? Es ist ein Vinho Verde und die Vinho Verdes schmecken natürlich bekanntlich am besten zu. Na? Zu was? Also, ein paar Kommentare, komm, wir gucken mal. Genau. Zu was schmecken eigentlich am besten Vinho Verde aus eurer Erfahrung? Also ich habe noch nichts hier. Ich habe erst einmal auch noch Kritik von Gilly Vanilli. Ja, er hat auch schon Durst wahrscheinlich, ja, oder? Ja, auch schon Durst und ist auch sind schon eine ganze Menge Kommentare. Ja, genau, Moment. Er ist nicht zufrieden. Oh, guck mal, das riecht hier schon richtig gut. 50 Zoll, allerdings. So. Mit Herz dabei ist der Michael Rosenthal. Bochum ist dabei. Patrick. Patrick. Cool. Hans-Joachim. Jawohl. Barolista, fühle mich ein bisschen ins falsche Licht gesetzt. Ich versuche nur diesen kleinen Videoblog bei meinen Freundinnen. Oh, Entschuldigung. Ja, also nein, das war ja auch nur eine Vermutung. Lieber Barolista, also bitte. Absolut in Ordnung. Aber ich meine, Wein hat durchaus verführerische Qualitäten. Und ich meine, heute ist Valentinstag.
Ich habe schon den ersten Gang hinter mir, hatten wir auch schon. Ach, es wurde schon gekocht, oder was? Ja, es wurde schon gekocht. So, genau. Wer hat das geschrieben? Wo steht das? Da steht hier bei Wein am Limit. So, okay. Dann bin ich gleich so weit. Ja, da wären wir ja schon beim Essen. Also das fände ich jetzt einfach. Lass uns doch mal so langsam in... Du musst hierbei bleiben. Also für mich ist eigentlich, also wie komme ich zu diesem Wein überhaupt? Das war vor 3 Jahren, bin ich in Galizien gewesen, also sprich in Spanien, Nordspanien, und habe auf der portugiesischen Seite gewohnt und habe dieses Weingut kennengelernt und war total begeistert. Also weil es so wirklich unter den anwesenden Weinen, unter den anwesenden Crus wirklich herausstach. Viele Leute haben beim Vinho Verde, glaube ich, immer noch so ein falsches Bild im Kopf. Also reden wir jetzt noch nicht mal von den Massenkonsumenten, reden wir auch von Profis, weil viele wissen gar nicht, dass es im Vinho Verde-Gebiet eine ganze Menge Subzonen gibt. Das sind 9 an der Zahl, die und zwar sozusagen deckungsgleich sind mit einem Gebiet, was man den Minho nennt. Also das heißt, wir haben den Douro-Fluss im Norden von Portugal und der geht bis an den Rio Minho, das war sozusagen der Fluss, der dann die Grenze zwischen Spanien und Portugal darstellt. Und in diesem grünen Streifen von Spanien und von Portugal, also von Iberien, finde ich, werden zurzeit einige der spannendsten Weine gekeltert. Also auf beiden Seiten. Warum? Weil sie vielleicht ein bisschen mehr das haben, was manchmal Weinen aus dem heißen Klima fehlt. Sie sind frischer, sie haben mehr Straffheit, sie sind eleganter, sie sind vibrierender. Und man muss dazu sagen, dass der Vinho Verde lange Zeit eben ein Wein war, der eben so ein bisschen mehr so ein Touristen-Image hatte oder im Export eben entweder halbtrocken abgefüllt wurde mit wenig Alkohol und ein bisschen Kohlensäure versetzt. Ich glaube, das sind wahrscheinlich auch die Sachen, die du kennst. Die ich kenne, 9% Alkohol. Ja, 9% Alkohol. Ich meine, viele denken auch Matthäus Rosé oder Matthäus zum Beispiel. Das ist so ein bisschen diesem Vinho Verde, einer der berühmtesten und vielleicht ja zu Recht auch erfolgreichsten Weine der Welt, ist genau diesem Klischee des Vinho Verdes entlehnt. Hier gehen wir jetzt aber in eine ganz andere Richtung, Leute. Also ihr müsst wirklich unterscheiden. In diesen Subzonen gibt es viele Seitentäler. Zum Beispiel das Lima-Tal wäre eins. Da wächst sehr, sehr gut der Luero. Und je weiter man nach Norden kommt, je weiter man nach Spanien kommt, dann trifft man häufiger auf den Alvarinho in Portugal. Und in Spanien heißt der Alvarinho, Rias Baixas. Ja? Also wir wollen jetzt hier heute auch nicht zu stark fachsimpeln, aber ich will damit sagen, der Alvarinho in Spanien hat ein unglaubliches Renommee, ein wahnsinniges Prestige und ist auch meistens zu teuer. Ganz ehrlich, also vieles ist da eben auch, die nutzen ihr Klischee eben oder beziehungsweise ihre Führungsrolle aus. Es gibt fantastische Weine natürlich aus Galizien, aber ich glaube, die Portugiesen, die immer so ein bisschen in Rivalität waren mit den Spaniern, die haben sich so ein bisschen, ja, ich würde sagen, versucht ranzupirschen. Wir sind hier in einer Gegend, die heißt Monção e Melgaço. Jetzt bin ich mal gespannt, guck mal vielleicht mal rein. Was so, Monção e Melgaço sind 2000 Hektar. Das gesamte Gebiet hat 40.000 Hektar. Das ist also hier. Das ist sozusagen das gallische Dorf. Was gibt es? Was schreiben die? Am besten zu Fisch, Meeresfrüchte, jawohl, Makrele. Wie ich den Wein kennengelernt habe, zu Percebes heißen die. Die gibt es in Galizien, heißt Entenfüße. Ja, Entenfüße, genau. Und sehen auch so ein bisschen aus wie so kleine Muscheln, Krebse so ein bisschen. Also so sind in diesen Rias gibt es sehr viele Felsen, auf denen die eben wachsen. Werden die gepflückt, die werden einfach, es ist sehr gefährlich übrigens dort, da verunglücken jedes Jahr sehr, sehr viele Leute, sie werden runtergepflückt, sie werden einfach dann in heißem Salzwasser kurz einmal gekocht, kommen auf den Tisch und dazu gibt es Vinho Verde. So, und das war's. Dann gibt es noch eine Mayonnaise dazu, weil es ein bisschen Fett braucht und das war's. Alvarinho aus dem Glas, sehr schöne Nase. Genau, und dann haben wir auch ich weiß gar nicht, am Limit, Marisco, kennst du Marisco als Speisen? Marisco, ja, Marisco, das sind die Meeresfrüchte. Genau, sehr schöne Nase, sagen sie. Okay, fangen wir an. Mit Sonne schmeckt er am besten. Komm, wir fangen mal an. Ich erzähle so viel, Leute. Aber wir haben ein bisschen Zeit, also wir wollen das ja auch genießen und wir nehmen uns auch ein bisschen Zeit hier. Dieser Alvarinho ist auf jeden Fall sicherlich ein polarisierender Wein, das kann ich schon mal sagen. Er wächst im atlantischen Klima, 50 Kilometer landeinwärts auf Granitböden. Und die Familie Cerdeira, der Vater von Luis Antonio, war der Erste, der 1974 den Alvarinho als Solisten hier so angepflanzt hat. Ja, und wie findet ihr die Nase? Erster Eindruck zum Essen, stört er nicht. Aus aktuellem Anlass müsste man ja Pferd sagen, aber dazu passt er nicht. Nein, lieber Werner, zu Pferd passt er wirklich nicht. Also,
Je nachdem, also wenn man fährt, vielleicht mit Muschelsud oder sowas vielleicht. Ja. Aber vielleicht Würzburg jetzt auch, was schreiben Sie Würzburg da? Würzburg ist auch dabei, haben wir ja noch einige Gäste. Achso, jetzt auch nach technischer Probleme endlich dabei von Hardy. Gucken wir mal, was bei Facebook läuft. Also, Nase, was für den Albarino eigentlich sehr typisch ist, ist diese Limonenfruchtigkeit, die Apfelnote. Wobei ich finde, hier kommt noch, oh, Entschuldigung, hier wird auch, ja, bitte, holt doch mal hier eure Gläser. Hier will mitprobiert werden. So, Tobias, keine Angst, du darfst ruhig ins Bild. Ich habe zwar gesagt, dass die Mädels sind jetzt sowieso alle heiß, die wollen aussehen, wie der Bachelor oder der Bachelor aussieht. Neulich hatten wir schon den Bachelor von der Mosel hier. Axel Finger sagt, wow, toller, fruchtiger Duft, Zitrusfrüchte, sehr intensiv, etwas Frauenschweiß, erinnert etwas an Sauvignon Blanc. Okay, also lieber Axel, du musst natürlich, wir sind ja in einem offenen Forum hier und ich würde das mit diesem Sauvignon Blanc, das unterstreiche ich, weil er hat so eine grünliche an leicht vegetabile Note, vegetale, aber nicht genau. So intensiv, also nicht so wie ein Staudensellerie, was manchmal so. Nee, Blanc, weißt du, wie heißen diese Pimientos Padron? Ja, genau. So dieses, ja, diese genau. Leicht, die kennt ja wahrscheinlich auch jeder, in Spanien schon mal jeder gewesen. Und diese Frauenschweißnote, also ich weiß nicht, ob sie Frauenschweiß, ich würde sie Schweißnote nennen. Weil, also, das kommt ja ganz drauf an, welcher Mann und welche Frau. Aber ich prinzipiell würde ich sagen, diese Schweißnote ist ein bisschen drin, was man beim Sauvignon auch hat, wobei ich finde es nicht unangenehm, ne? Also wenn überhaupt ein bisschen aphrodisierend. Dann haben wir natürlich klar, was man hier merkt, dass der Wein schon eine kühle Vergärung hat. Aber ja, also er hat ein bisschen diese Bonbon-Note, sehr dezent. Nicht, genau, nicht zu überbordend. Was mich jetzt interessieren würde, der Antonio, der versteht natürlich leider jetzt wahrscheinlich gar nichts, weil wir auf Deutsch plappern. Antonio, if you are out there, what would be interested is if you ferment this wine with indigenous grape yeast. Ich habe den Antonio gefragt, ob er den Wein mit natürlichen eigenen Hefen, also eine Spontanvergärung macht. Für mich riecht es nicht so. Riecht schön clean. Ne? Ja. Kommentare hier auch von Walli 183, geniale Steinfruchtnase, Aprikose ohne Ende. Barolista schreibt, grasige Noten, ein bisschen Pfirsich oder auch ein bisschen grüne Stachelbeere, was ja wiederum dann. Ja, finde ich auch, das geht nicht. Genau, absolut. Ja. Und die Pfirsichnote finde ich auch, dieses etwas so Bonbon. Mhm. Eisbonbon, genau, wer schreibt? Genau, Eisbonbon schreibt Hans-Joachim Klose. Mhm. Auch gut, floral in der Nase schreibt Thorsten. Und wenn Apfel, dann grüner Apfel. Also sind wir völlig d'accord. Aber eigentlich, das ist wirklich typisch. Man wird ja häufig über die Herkunft des Alvarinho gesprochen. Und Alba heißt weiß. Und Santiago de Compostela ist gar nicht weit, sozusagen auf der galizischen Seite. Allerdings, das kann man heute, glaube ich, sagen, es ist wahrscheinlich eine Rebsorte, die vor Ort, also eine autochthone Rebsorte, die vor Ort gefunden wurde, beziehungsweise gewachsen ist. Und nicht der Riesling. Lange Zeit hat man immer vermutet, dass der Rías Baixas sei ein Verwandter vom Riesling. Axel Finger korrigiert gerade ein bisschen, nachdem er Frauenschweiß in der Nase hatte. Er meint, dass das gar nicht unangenehm ist. Nee, also es ist ja auch ganz schwierig. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich meine, stell dir mal vor, du sitzt im Restaurant und sagst zum Kellner, ich hätte gern den Wein, der so ein bisschen nach Schweiß oder nach Frauenschweiß riecht. Ich meine, in einem Land, wo Political Correctness ja über alles steht. Ja! Philipp schreibt. Was sagst du? Jens, sag's ruhig. Das soll mal, bestellt doch einfach mal den Wein, der nach Schweiß riecht. Dann weiß der Kellner wenigstens, was gemeint ist. Und zwar dem Schweiß genau von der. Ja, von der Blonden, nicht von der Brünetten. Lieber Axel, in Bielefeld geht das. Ich komme aus der Gegend. Ich weiß, die Leute sind da hart, aber herzlich. Philipp meint, dass unbedingt Muscheln zum Vignon Verde genossen werden sollen. Ja, absoluter Klassiker. Also für mich, Leute, also wenn ihr Lust habt, nebenbei googelt Persebes. Persebes ist wirklich das Allergeilste. Aber es ist, was ich toll finde, bei diesem Wein übrigens auch, wenn er älter wird, er hält die Frische. Man merkt auch, ich finde die Substanz. Also die Säure ist da, der Extrakt ist da. Es ist jetzt nicht irgendwie der klassische Vignon Verde, der so ein bisschen wehtut auf der Zunge, sondern der kann Kollateralschaden verursachen. Ja. Man trinkt meistens mehr davon, als man darf und kann. Das ist so ein bisschen auch meine Philosophie immer beim Sauvignon Blanc.
Also wenn er so irgendwie gut gemacht ist, dann macht er so herrlich, so animiert, so schön, dann möchte man immer mehr trinken, als man darf. Und find auch, er geht ein bisschen in die Richtung hier. Ja, ich habe auch ganz viele weiße Blüten, ganz tolle Limone, auch diese Aprikose ist dabei, Stachelbeere und von allem, aber nicht zu viel. Mit den 12,5 Volumen, die er hat, ist er auch ein bisschen kräftiger. Ja, er hatte letztes Jahr sogar 13, er gefällt mir so besser. Also der 11er hatte 13% oder 13,2 und der 12er hier, finde ich, gefällt mir zurzeit besser, weil er mehr, da sind die Kollegen auf Twitter. Genau. Ludwigshafe! Jawohl! Die Palz! Weh, ihr trinkt heute Abend Riesling. Ach, wir haben ja einen dabei. Alles klar. Oliver Schwarz, Entenmuscheln, aber nur gekocht. Nicht noch geröstet. Habt ihr auch etwas Orangenschale? Haben wir. In der Nase, ja. Ich auf jeden Fall. Hast du? Ja. Ja, ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir an dem Wein so gefällt, ist, normalerweise denkt man ja, Vigno Verde muss ein einfacher Wein sein. Und das ist wirklich, das ist Papa la Papp, das stimmt nicht. Vigno Verde kann sehr gut reifen. Die besten werden 6, 7, 8 Jahre alt. Frage ist, ob sie so lange reifen müssen. Aber ich weiß auch beim Soalero, dass er nach 2, 3 Jahren eigentlich so nochmal von dieser primären Fruchtigkeit, wenn er sie sozusagen abwirft, dann kommt wirklich diese sekundäre Noten, der Boden, und dann ist es Granit. Der kriegt eine fantastische Mineralität, die sogar ein bisschen an Rieslinge vom Schiefer erinnern kann, weil er dann kriegt er diese würzigen Noten. Mhm. Und was mir eben gefällt bei dem Wein, und deswegen kriegt er auch von mir 5 Soul-Punkte an dieser Stelle, nicht weil es ein ganz, ganz besonders großer Wein ist, aber es ist ein Wein, der unglaublich viel Spaß macht. Und weil er so eine unglaublich schöne Spannung hat. Und weil er es hält am Gaumen, was er in der Nase verspricht. Also es ist zu keinem Zeitpunkt ein Wein, der mit einem großen Burgunder oder so konkurrieren kann oder sonst was. Aber ich finde ihn so super authentisch. Ja, das ist auch ein bisschen Zitronenthymian oder sowas. Also ein bisschen was Kräuteriges in Verbindung mit Zitrone. Also ich bin dabei. Also ich glaube, ich meine, was man schon merkt hier, auch wenn hier diskutiert wird, passt am besten zu Müller Milchreis, sagt Carsten. Mein lieber Carsten, aber nur den mit Zitronengeschmack. Oder den mit Pferdefleisch. Den gibt es jetzt demnächst, weil, soll man jetzt über Pferdefleisch soll man vielleicht nicht so viel, doch kann man eigentlich. Haben wir nicht genug schon. Was regen die sich eigentlich alle auf? Ich meine, das war doch neulich auch klasse hier, der Herr Marwe, der hat es doch auch gesagt, dass in vielen Spätburgundern eben doch bis zu 15% Dornfelder enthalten ist. Ist doch nicht so schlimm. Hauptsache es schmeckt. Ja, und ich meine, ein bisschen Lasagne, dann, mein Gott, ist doch gut durchgekocht. Ja, ist doch besser, ich meine, oder? Und Pferdefleisch schmeckt wirklich gut. Wobei, also ich hatte, also alle, die mein Facebook-Profil kennen, wir hatten eine sehr bizarre Unterhaltung auf Facebook zwischen einem australischen Herrn und ein paar Deutschen oder Schweizer und Österreichern. Und da ging es darum, also wer Pferd gerne isst und wer nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es jetzt nicht haben, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit. Und die ganze Debatte. Liebe Frau Aigner, ich lade Sie mal ein, mit mir einen Pferdefleischwein zu trinken. Hier fühlt sich jemand von der schönen, vollen Nase an die Kindheit erinnert. Michael Schuck schreibt Ananas-Fruchtgummis. Ja. Lieber Michael, ich weiß nicht, wo du deine Kindheit zugebracht hast. Nein, ich sag, was grinst du jetzt so? Ich bin schon ein zweiter Typ. In Fruchtgummis, natürlich. Das ist natürlich, erinnert ein bisschen an Schule und sowas. Also von daher. Das, was die Mama dann noch in den Schulranzen mit eingesteckt hat. Er hat eine leichte Bonbonnote. Also das wäre vielleicht die einzige Kritik, die ich an diesem Wein hätte. Was mir. Also, ja, Kritik. Aber sie ist nicht. Also ich finde sie nicht. Weißt du, dieses etwas sehr Cleane, was er hat. Aber auf der anderen Seite eben, alles andere stimmt. Brett, ja. Volles Brett, er ist einfach voll, er ist voller Aromen, er ist vollmundig, geschmeidig, ja, er macht richtig Spaß. Kannst halt saufen. Was sagt unser technischer Leiter heute hier, Tobias? Du als sozusagen angehender Weinexperte, du hast dich ja jetzt, sag ich mal, zwischen dem ersten Videostream und dem dritten jetzt schon unglaublich weiterentwickelt. Ich war ja auch ja, wie kommt das bei dir an, so jetzt mal, ich sag mal, wir sind ja immer, unser Problem ist, wir sind ja die Weinleute, wir sind ja so unglaublich so geordnet. Wir gehen immer so zu, der riecht nach dem, der schmeckt nach dem, bla bla bla. Wie kann man den saufen? Vom Geruch her muss ich sagen, hat er mich auch sofort an Fruchtgummi erinnert, beziehungsweise an Bonbons und so, was ich ganz interessant fand, muss ich sagen. Ja, und schmecken tut er mir.
Das wird hier immer wieder bestätigt, auch mit dem Eisbonbon und Dropsig. Ja, Dropsig ist Campino, das sind sie, genau. Und die werden die nicht sogar in Ostwestfalen, in Halle, hergestellt? Wer hat das echte? Du bist doch Westfalen, oder? Campino sind Fruchtbonbons, ja. Aber das war hier, was der Michael sagte, die Geschichte dieses Kindheitserlebnis. Aber ich glaube, dass diese Fruchtigkeit, die jetzt so ein bisschen comicartig noch ist, die wird sich in einen sehr ernsten Wein verwandeln. Also ich weiß, wenn der Wein 2-3 Jahre alt ist, legt er das ein bisschen ab. Vielleicht noch etwas, weil er hat ein bisschen Kohlensäure, aber es ist nicht der typische Vigno Verde, der relativ viel Kohlensäure hat. Also im Gegenteil, dieser Wein, und das sind auch die ganzen Weine aus Monsau, muss man sagen, sie genießen auch diesen Ruf. Es ist Alvarinho-Land. Übrigens, in dem Moment, wo Monsau draufsteht, das steht ja auch irgendwo auf dem Etikett, ne? Als Subregião de Monsau, Subregião de Monsau e Melgaço ist ausschließlich dem Alvarinho vorbehalten. Es gibt ja andere Rebsorten für Vigno Verde. Prüfungsfrage? Prüfungsfrage? Mann hier! Raus! Nein. Also, hier. Den Loureiro könnte man sich merken, die Trajadura könnte man sich merken, aber der Alvarinho genießt. Also, du darfst bleiben. Ja, du bleibst bitte auch. Na, ihr seid alle wichtig. Aber du darfst mich nicht. Warum machen wir das überhaupt? Ich habe zwei Sachen auf einmal hin. Ich habe hier Axel von so. Zum Beispiel, ja, was der sagt Axel? Uns natürlich bestätigen wollte, oder dir bestätigen wollte, aus Ostwestfalen kommt. Bei Stork in Halle. Genau. Da kommen die Bonbons her. Genau. So, und dann Pizza geht auch, sagt Chili Vanille zu den Weinen. Aber was ist eigentlich mit dem Affen? Der ist für alle, die hier heute mitmachen, der weiß, dass wir halt ein bisschen gaga sind. Ein bisschen Affen nur, einmal. Leicht gaga. Wir haben ja noch nicht zu Ende getrunken. Guck doch mal, ob hier, das sind ja schon 55 Kommentare, was mich jetzt mal interessieren würde, ob da schon unsere Winzer auch dabei sind. Zum Beispiel Stefan Attmann, der den Wein natürlich nicht hat. Aber lieber Stefan, wenn ich mal in die Pfalz komme. Michael Rosenthal. Christoph Nimmerrichter. Pfirsich in der Nase. Schöne Frucht. Säurespiel im Abgang. Trotzdem keine 5 Soul-Punkte. Ja, irgendwo zwischen 4 und 5. Also bin ich auch dabei. Aber ich meine, das ist immer meine Soul-Punkte sind meine Soul-Punkte. Also das ist so, ja. Ich meine, auch Robert Parker ist nicht mehr. Ja, Galloni hat jetzt den Stecker gezogen. Ja, sein wichtigster Mann. Jetzt hat er nur noch Perotti Brown. Und das wird schwer. Und Galloni ist wirklich der Mann. Das ist der General sozusagen. Also deswegen, also diese ganzen Punkte und so, das machen wir natürlich, um so ein bisschen unsere Euphorie auszudrücken. Werner, habt ihr heute eine andere Technik als beim letzten Mal? Stream ist dieses Mal ziemlich ruckelig und unscharf. Lieber Werner, wie viele Flaschen hast du schon getrunken heute? Das wäre meine Gegenfrage. Kannst du bitte noch mal gleich ganz kurz antworten? Läuft gut rein, kann ich bestätigen. Ich habe Käse und Brot und bin schon beim dritten Glas. Mein lieber Opus Machina, das sind die Jungs, die mir eigentlich am liebsten sind. Die nicht so wie ich hier seit einer halben Stunde vor einem Glas sitzen. Wie sieht es auch von der Zeit aus? Ja. Oh, ein bisschen haben wir noch. Campino ist tote Hose und die trinken doch nur Dr. Tesch, Michael Rosenthal. Ja, wahrscheinlich werden die auch ausgestattet, sagt der Michael. Was haben wir noch so für Kommentare? Erinnert an einen jungen Silvaner, nicht so sehr an Riesling von Prataralla. Prataralle. Oh, Entschuldigung. Ja, ich kenne die alle schon. Das ist hier mittlerweile eine richtige Familie, ja? Also, und nochmal, und wer behauptet, dass Bloggen und Facebook und ob das unpersönlich sei, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist teilweise schon, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich die Leute schon länger kenne als andere Leute, mit denen ich sehr nah verbunden bin. Das ist also ganz fürchterlich manchmal. Ja. Die kennt man gar nicht. Wenn wir uns mal irgendwann mal treffen, alle so. Ja, so genau, am besten auf der Probe ein Facebook. Flashmob. Genau, Twitter und Wein am Limit Mob. Wir können ja mal so überhaupt generell so ein Facebook-Flashmob machen. Aber wir treffen uns dann bei Stefan Attmann am Stand. Ja, genau. Sozusagen alle jetzt zu Stefan Attmann an den Stand und dann trinken wir jetzt mal ganz kurz seine 6 Pullen, die er auf die Probe mitgebracht hat. Alle wollen den gleichen Wein probieren. Genau, also Michael Schuck schreibt, ich finde es schön, dass der Geschmack dann noch viel eleganter daherkommt als die Nase. Wir finden es klasse und sind zu viert. Zu viert bei einer Flasche von dem Wein? lieber Michael, das ist eine Probe. Ja, hier wurde gerade gesagt, das stimmt, das ist eine Probe. Aber
ich finde schon, dass der Wein durchaus animierende Qualitäten hat. Ist gefährlich. Möchte doch immer noch ein zweites Glas. Wer möchte denn noch? Jens, möchtest du noch? Ja. Komm hier alle, geh mal. Gut, dass es hier unten so warm heißt. Ja, es ist hier, es ist auch hier sind genau, komm doch einfach, kommst du durch, lauf durchs Bild, dann können wir alle mal deine Jacke sehen. Also guck mal, wir hier, haben guck von hier. Einigen schon die Bestätigung, nein, dass der Stream gut läuft. Ja. Der Wein läuft natürlich auch gut rein. Das ist ein Axelfinger, der das schreibt. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Leute, darum geht es auch ein bisschen, finde ich. Irgendwo, ich schreibe es häufiger mal, viele verstehen mich vielleicht nicht, wenn ich das so erzähle. Vielleicht ist das jetzt auch eine ganz gute Gelegenheit. Was ich für einen Wein enorm wichtig finde, dass ich immer Lust habe, noch auf ein zweites Glas. Mhm. Es gibt viele Weine, die mich schon, im Anfang habe ich schon keinen Impuls mehr. Also der Billy Wagner war ja mal hier, der Sommelier vom Rutz. Ja. Der sprach von diesem Schluckreflex. Und ich finde, den hat man hier auch. Also man hat irgendwie das Gefühl, die Säure ist da, die Frische ist da, die Knackigkeit ist da und ich habe auch noch Lust, ein zweites Glas zu trinken. Deswegen freue ich mich im Sommer nach der Arbeit, wenn es richtig schön heiß ist und dann die Pulle raus und schön auf den Balkon setzen und die letzten Abendstunden noch mitkriegen. Deswegen haben wir uns ja auch genau jetzt den Mitte Februar ausgesucht, weil wir gedacht haben, die Sonne, obwohl heute war es ja halbwegs okay, ja, dass die Sonne schon ein bisschen scheint. Also ich meine, hier tut sich jetzt vom Nasenbild zurzeit nicht mehr viel. Ne? Der bleibt eben in seiner fruchtigen, so ja, ein bisschen in Anführungsstrichen Campino-Pfirsich-Bonbon-Art. Ich denke, dass dieser Wein, wenn der Sommer wirklich ist, auch sich nochmal ein bisschen dahingehend schon wieder beruhigt hat. Also wir probieren diesen Wein zurzeit in einer sehr frühen Phase. Mhm. Und was ich eigentlich wichtig finde, dass man ihn auch in dieser frühen Phase schon gut trinken kann. Ja. Viele Weine sind mir manchmal zu frisch, zu knackig. Also ich meine, das ist ja auch schon, kommt jetzt gerade auf den Markt sozusagen, der Stoff. Hier gab es drei Soul-Punkte. Genau, solider, gut durchdachter Spaßwein, fehlt ein wenig die Tiefe für 4 bis 5, macht aber nichts. Lieber Philipp, das meine ich. Also okay, ich meine, wenn man sich darauf hingehend einigen könnte, dass der Aggregatzustand eher 3 bis 4 ist, aber die Perspektive doch eher 4 bis 5. Deswegen, und weil ich den Wein auch ein bisschen kenne, ich glaube sowieso als Weinbeschreiber oder Weinverkoster leidet man sowieso immer ein bisschen darunter, dass man das Bild schon kennt, was der Kunde oder beziehungsweise der Konsument gar nicht im Kopf haben kann. Und dass man da auch schon bereit ist, für Credentials zu geben und Punkte zu geben, was allerdings für denjenigen, der den Wein in dem Moment trinkt, wo er ihn hat, irrelevant ist. Ja. Und der sich fragt, hä? Was will der jetzt von mir? Ja, ich meine, wie siehst du das? Ich bin, also mit dem Spaßwein bin ich total komfort. Ich brauche, also das ist für mich irgendwie unkompliziertes, genussvolles Trinken, ohne dass ich mir groß Gedanken darüber machen muss. Der Wein bietet einfach von sich aus so viel und mehr brauche ich einfach nicht. Ich meine, die Frage wäre natürlich, wir haben in Deutschland super Weine. Gut, wir haben jetzt auch gleich einen deutschen Wein. Welche Berechtigung haben solche Weine auf dem deutschen Markt? Seine Berechtigung ist, dass er sehr trocken ist, sehr markant ist. Ich finde auch eine Aromatik reinbringt, die ich so in Deutschland, jemand hat gesagt, Silvaner, ja, bisschen Riesling, aber ist schon was Eigenes. Und das ist seine Berechtigung. So weit würde ich gar nicht gehen. Jeder Wein hat Berechtigung. Jeder gute Wein, oder? Jeder gute Wein, absolut, klar. Ich meine, sie müssen sich schon auch ein bisschen an dem messen, was wir selber zu bieten haben. Mhm. Aber sowas wie ein Alvarinho, es gibt ja auch tatsächlich noch ein Projekt, ich komme gerade nicht auf den Namen, von einem Deutschen, der Alvarinho auch angebaut hat. Mhm. Auch klasse, auch schön. Also, ja. Aber gut, das ist absolut authentisch. Und darum geht es eigentlich am Ende. Moment, hier kommt nochmal, bei 10 Euro will ich mal nicht meckern, Oliver. Ja, genau das ist es eigentlich auch. Und dafür finde ich ihn auch, er ist einer der teuersten Vinho Verdes, muss man sagen. Er ist 10, ist sportlich, ist ein bisschen teurer wird er sein. Ich würde so um die 12 Euro ungefähr, je nachdem. Also es gibt verschiedene Bezugsquellen sicherlich und Arten, den zu beziehen. Axel Finger hätte gerne noch ein paar technische Daten. Haben wir technische Daten, Zucker- und Säurewerte? Zufällig? Nee, leider nicht, mein lieber Axel. Ich habe jetzt auch gehofft, wahrscheinlich ist der Louis Straub, der hat mir gesagt, dass er sich das anguckt heute Abend, aber ich befürchte, dass wir Deutschen ihn total verschreckt haben. Und es wird aber gerade geschaut, eventuell, es gibt immer so kleine Beipackzettel. Also, nochmal zu Philipp, Erik, ich bin dabei. Ich bin dabei. Guck mal, ob da... Ja. Ich bin dabei, also 5 Soul-Punkte war vielleicht sehr schnell von mir. 4 Soul-Punkte
können wir uns darauf einigen. Ich glaube, wie sieht das hier so nach? Ist das okay? Ja. Fünf war wahrscheinlich sehr euphorisch. Vor allem, wenn ich mir überlege, letztes Mal habe ich den Poff-Adder, dem habe ich auch nur vier gegeben, glaube ich. Viereinhalb, sowas? Viereinhalb, ja. Und nee, das geht dann. Völlig richtig. Nehmen alles zurück. Das ist es ja. Wir sind hier basisdemokratisch. So. Es ist Wahlkampf. Es ist Wahlkampf. Sind aber alle d'accord mit um und bei 10 Euro. Also ja. Da haben wir jetzt noch keine Beschwerden. Mehr sollte es auch bitte nicht sein. Oh, es sind mittlerweile schon 74 Kommentare. Leute, ich finde das so klasse. Bin echt gerührt. Möchte euch an dieser Stelle mal loben. Erstmal, dass ihr am Valentinstag, dass ihr den Valentinstag hier mit Seelen und mir verbringt. Und natürlich Tobias und allen anderen hier am Set. Alle Namen dürfen nicht genannt werden. Einige müssen anonym bleiben. Zum Beispiel meine Frau Beverly. Aber ansonsten würde ich sagen, ich finde, nein, das ist wirklich toll. Es ist klasse, dass ihr so schön mitmacht. Und ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen was bringt und dass euch das auch Spaß macht. Und nach wie vor steht hier für diesen Blog auch, beziehungsweise für diese Show, nennen wir es gar nicht mal so Blog, nennen wir es einfach mal Show, auch weiterhin die Maxime eben, dass dieses ganze Weintrinken, das ganze Thema, ich glaube eben, ihr seid viel cooler und die ganzen Weintrinker, die ich kenne, sind viel cooler, als sie teilweise so nach außen hin von anderen Leuten häufig dargestellt werden. Und deswegen bin ich so froh, dass wir uns hier auch ein bisschen gefunden haben, dass ihr mitmacht, dass ihr dieses Format mit unterstützt. Und wie gesagt, ich arbeite nach Kräften und nicht nach Kräften, also wirklich mit voller Kraft daran, dass es auch weiter so geht und dass es auch weiter mehr wird. Also das macht Spaß. Vielen Dank. Und unseren Freunden anscheinend auch allen. Flasche so gut wie leer, gutes Zeichen, sagt Hans-Joachim Klose. Was sagt Hans-Joachim Klose? Flasche so gut wie leer, gutes Zeichen. Ja, das heißt, lieber Hans-Joachim, dann können wir langsam uns mit der nächsten Flasche beschäftigen. Süßmoscreme. Erinnert mich an Süßmoscreme, schreibt Daniel. Daniel, Süßmoscreme. Das habe ich keine Was Vorstellung. Ist das? Süßmoscreme, keine, das könnte Süßmoscreme. Gibt es das in Rostock vielleicht? Nee. Nicht? I don't know. Jens? Keine Ahnung. Süßmoscreme, also so eine Art Vanillecreme wahrscheinlich oder so. Ja, vielleicht kannst du es nochmal erklären. Genau, bitte erklären. Aber wahrscheinlich meinst du dieses Bonbonartige auch ein bisschen. Sehr interessanter Vanille. Mega fruchtig, feines Säurespiel, tolle Mineralität. Und, was steht da noch? Bianca, achso, bin echt positiv überrascht. Liebe Bianca, heute ist Valentinstag. Ja. Muss ich noch mehr sagen? Genau. Atlantisches Klima spielt schon etwas rein, sagt Thorsten. Glas 3 läuft gerade durchs Ventil. Lieber Thorsten, durch welches Ventil denn? Also bitte, ich hoffe noch durch das obere. Also nicht, dass du schon auf der anderen Etage angekommen bist. Okay. Was lacht ihr denn hier alle so an? Okay. Warte mal, wir machen das nicht so schnell. Ich würde gerne mal... auch das Atlant, ja, und das ist genau das, die Entscheidung. Wobei es gibt Weinberge, der Lorero zum Beispiel, das ist die andere Rebsorte, andere wichtige Rebsorte im Vinho Verde. Man sagt von ihr, dass sie eigentlich in Meeresnähe groß werden muss, um wirklich gute Ergebnisse zu bringen. Hier, Monção Melgaço. Monção selbst hat zwar auch atlantisches Klima, allerdings, wir haben schon diese kontinentalen, wärmeren Einflüsse, aber Melgaço zum Beispiel ist der höhere Teil. Das heißt, die Weinberge sind auf 300, 400 Meter. Und das macht sich natürlich teilweise extrem bemerkbar. Klar. Das heißt also, ja. Südafrika. Genau, Angie. Als Südafrika-Freundin absolut mein Wein, befinde mich zurzeit total im Sommer. Ja. Warum trinkt man Wein? Damit man sich im Winter warme Gedanken genau. macht. Nein, aber so ein bisschen... Vor allem am Valentinstag. Ja, nein, aber es ist ja doch ein bisschen so, würde ich sagen, Angie, dass... klar, also mit jedem Wein, den ich trinke, verbinde ich eben auch eine Herkunft. Mensch, da wäre ich eigentlich so ein bisschen in Seelen bei unserer Ausgangssituation. Was fasziniert dich an Wein? Mich fasziniert nämlich genau das. Also ich war jetzt gerade in Neuseeland und irgendwie diese Leute mal kennenzulernen. Was, wie die das machen, was die essen, die Gerüche, die Geschmäcker, die unterschiedliche Herangehensweise auch, wie die Kultur dahinter. Und wie sehr diese Weine und diese Rebsorten vor Ort dann tatsächlich nochmal eine ganz andere Bedeutung kriegen, gerade in Verbindung mit Speise. Das ist, ja, und genau da sind wir eigentlich, dass Wein auch an der Stelle eben etwas ist. Und ich glaube, da hat auch die ganze Weinkritik jahrelang sich sehr schwer mitgetan. Sie wollte sowas,
kreieren etwas, ja, ich sag mal eine Doktrin von oben herab, ja, also wir sind Papst, so nach dem Motto. Und dann haben sie festgestellt, dass die, ja, ein Teil der Leute, also jetzt in Asien erleben wir gerade, die fahren da drauf ab, die brauchen diese Orientierung. Hier sind die meisten meiner Freunde und viele Bekannte, die ich habe, schon wieder eher durch damit. Die lassen sich natürlich gerne gute Tipps geben, das ist auch richtig so. Aber die haben eben auch einen eigenen Kopf und eine eigene Meinung. Und die sind offen für ganz viel Neues einfach auch, ja. Genau. Und deswegen sage ich, ist Weinkritik heute, ja, oder die muss sich eben immer Gedanken machen, wer sind denn die anderen eigentlich? Was bringt ihr mit? Welche Erfahrungen habt ihr? Und wie schmeckt ihr? Und deswegen, ich glaube, ist das Internet schon ein gutes Medium auch wiederum. Social Media, Facebook, Twitter, ich komme immer wieder drauf zurück, gibt uns die Möglichkeit, ich sag mal, ein bisschen näher miteinander dieses Thema auch mal zu erleben. Nicht so sehr von oben herab. Du grinst die ganze Zeit. Ja, du irritierst Stefan mich. Ist nämlich dabei. Ach so. Ah, Stefan, leid. Okay, ja, genau. Stefan. Hallo Hendrik. Alles klar. So, das ist ja klasse, Stefan, dass du dabei bist. Ja. Wenn du jetzt noch hier sitzen würdest, dann könnten wir beide gehen, die Seelen und ich, weil dann würdest du ja uns die Show stehlen. Jetzt, was schreibt Stefan? Also, zum ersten Mal überhaupt verfolge ich einen Livestream im Netz. Zum ersten Mal werde ich also versuchen mitzubloggen. Freue mich sehr, von euch dazu eingeladen zu sein. Leider habe ich den Vigno Verde nicht im Glas, hole ich bald nach. Ach, Hendrik, gute Idee mit dem Flashmob. Ich weiß, wo du wohnst. Der Robert Flashmob wird umgeleitet. Ja, mein Lieber, aber du hast keine Ahnung vom Bloggen. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch 10 Jahre dauern, bis du das drauf hast. Aber erstmal toll, dass du da bist. Ja. Stefan Attmann ist jetzt drauf auf der Seite. Und das ist jetzt vielleicht auch dann ein ganz guter, hast du schon die Flasche eben einmal ganz kurz, ja. Vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, jetzt über diesen Wein zu sprechen, aus dem Jahrgang, der jetzt gerade erst sozusagen in die Kinos kommt, in die Weinkinos, 2011, Deidesheimer Kalkofen, Riesling, großes Gewächs aus Deidesheim. Lieber Stefan, hier muss man natürlich sagen, ist auch noch eine, auch wenn man es auf der Flasche nicht sieht, vielleicht kannst du gleich mal was darauf schreiben auf Wein am Limit. Das war ja ein Fass. Ich war bei dir letztes Jahr und irgendwie, ja, man geht mit Stefan durch diesen, im Weingut von Winning, durch diesen Keller, wo man das Gefühl hat, das ist so eine Mischung aus Burgunder- und Riesling-Keller. Ja? Es stehen zwar ein paar große Stückfässer da rum, aber es stehen auch Barriques rum, allerdings 500 Liter oder auch, glaube ich, noch größere hattest du auch ein paar. Dann hast du ja eine ganz bestimmte Tonnellerie, von der du die Fässer bekommst. Und dann haben wir so durch verschiedene Fässer verkostet. Es waren ein paar Leute dabei. Werner war dabei zum Beispiel. So, und dann haben wir, dann habe ich irgendwie gesagt so, oh, geiler Wein, wie machst du denn? Und dann, jedes Fass entwickelt sich so ein bisschen anders. Und dann hast du gesagt, such dir eins aus. Dann habe ich gedacht, der Mann ist total, also ich habe echt gedacht, das geht nicht. Also, such dir eins aus. Habe ich gedacht, was meinst du jetzt damit? Also schenken wolltest du es mir nicht, das war mir klar. Und dann habe ich mir ja ein Fass Sauvignon 500 ausgesucht und ein Fass Deidesheimer Kalkofen. Und was mich an dem Wein damals so fasziniert hat, ich habe ihn jetzt noch nicht angerührt, vielleicht haben ihn einige schon verkostet, das war diese wahnsinnige Spannung. Kalkofen, die Lage ist ja ein bisschen oberhalb von Deidesheim, wie du mir erklärt hast, ist der Name eben Programm, eine sehr kalkige Lage und ich mag Weine von Kalk, weil Kalk eine unglaubliche Frische gibt. Und lieber Stefan, wenn du jetzt in die Tasten haust, dann könntest du vielleicht... Nee, aber was schreibt... Pass auf, guck mal, was schreibt Ritchie denn? Ritchie, Nähe am Wein ist immer gut. Verfolge heute zum ersten Mal live. Ich finde das toll. Ritchie kommt aus Berlin, würde ich sagen. Nee? Meine neuen Riesling-Leser von Spiegelaugen werden gerade mit einem Riesling eingeweiht. Sehr gut. Hardy. Werbung. Einige beschweren sich noch mit den Spots während dem Livestream. Das ist halt die Sache, genau, ich bin zu geizig, sagt mir gerade Tobias, deutet mir. Es gibt wohl eine Pro-Version von Ustream, also jeder, der das auch vielleicht mal selber machen möchte, kostet aber ein bisschen Geld. Ist nicht, kostet ordentlich Geld. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Werbung ihr hattet. Also zum Beispiel zu... Was ausgegeben zu Lasagne. Zu Lasagne. Fury in the Slaughterhouse. Ich bin
überrascht, ja. Ja, 4 Punkte von den meisten, die den Alvarinho probiert hatten. Alle sind, also alle schreiben auch schon, dass sie fast betrunken sind, wenn es so weitergeht. Aber wir haben ja jetzt den Riesling im Glas. Ja, einige endlich. Haben sich auch 3 Flaschen bestellt. Aus Mannheim hat uns da noch jemand gegrüßt. Moment, ja. Der Christoph aus Mannheim findet, dass der Eisbonbon-Ton... Ja, Entschuldigung, ich schenke euch das schon mal ein. Ja. Sich an der Luft schon verliert. Guter Sommerwein. Ja, ich denke auch. Wobei, es ist, glaube ich, mehr, zurück nochmal zum Vigno Verde, es ist, glaube ich, mehr als nur ein Sommerwein. Also das kann man merken, wenn der Wein wirklich mal die Chance hat. Die Struktur dahinter merkt man. Genau. Also ich sage mal, selbst als Laie schmeckt man, dass dahinter ein bisschen mehr Grip ist. Ja. Gut, kommen wir zu diesem Wein. Große Gewächse. Seelen, was hältst du von großen Gewächsen? Die Ärmste, die muss hier multitasken. Die wird von mir gefragt und gleichzeitig kommt Gilli Vanilli schon. Ja. Große Gewächse machen enorm viel Spaß, wenn sie auch ein bisschen die Möglichkeit haben, liegen zu bleiben, ein bisschen zu reifen. Weil gerade auch bei Riesling finde ich sie in jungen Jahren einfach sehr schwierig. Die sind nicht dafür gemacht, dass man sie jung auf den Tisch bringt. Und ganz viele Menschen, auch in unserem Umkreis, machen den Wein viel zu früh auf. Und die sehen gar nicht, was für eine Bandbreite so ein großes Gewächs mit ein bisschen Reife auch haben kann. Also ich behaupte sogar, dass einige von den Winzern wahrscheinlich ihr großes Gewächs gleich mit den QBAs gerne wieder im Februar, März oder einige fangen ja schon an, ab Dezember schon sozusagen auf den Markt zu bringen. Mhm. Aber natürlich, das ist Gott sei Dank so eingebaut, das finde ich ist auch weitsichtig gemacht, dass man eben die Bremse schon in den September gelegt hat. Ja. Das heißt also, die Weine liegen sowieso schon mal per se länger. Man kann sich sicherlich trefflich darüber streiten, was ist ein großes Gewächs und was nicht. Also ich glaube, da gibt es einige Sachen, wo ich sagen würde, naja, so richtig großes Gewächs ist, da hört sich auch irgendwie schon richtig großes Gewächs, ne, mein lieber Tobias? Du als nicht sozusagen Dauerweintrinker, hört sich großes Gewächs, hört sich doch auch schon ein bisschen hochtrabend an. Oder eindrucksvoll. Eindrucksvoll. Ja? Großes Gewächs, muss man, also hat man gleich das Gefühl, jetzt wird es teuer. Ist auch übrigens so. Muss auch sagen, viele große Gewächse. Es ist ja eigentlich erst so in den letzten 5-6 Jahren hat sich dieser Begriff, glaube ich, so am deutschen Markt durchgesetzt. Also es gab ja vorher auch erste Gewächse, erste große Gewächse oder große Gewächse, dann große Lage, erste Lage. Da hat jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht. Ich bin jetzt froh, dass man sich zumindest darauf hingehend verständigt hat, dass es sich um trockene Weine handelt. Prinzipiell bin ich aber auch nicht immer der Meinung, dass es unbedingt ein großes Gewächs sein muss. Ich kenne viele Weine darunter, die mir manchmal besser gefallen, weil es ist ein bisschen so Pimp My Wine, ja? Also großes Gewächs. Und das war ja der Herbert Marwede, also wer Lust hat, sich die letzte Sendung mal anzuschauen, der hier lange Zeit in Hamburg eine sehr gute Weinvertretung hatte, hat auch durchaus gesagt, als kritische Worte in der letzten Sendung, naja, viele große Gewächse, es verschwindet so ein bisschen die Eigenheit des Weines, weil sie zu stark gewollt sind. Und wie gesagt, warum ich mich für den Kalkofen damals entschieden hatte, war, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wow, das ist irgendwie, ich erkenne die Note des Weinbergs jetzt schon zu einem frühen Stadium. Ja, ich habe hier auch leicht kritische, weil ich weiß gar nicht, meiner riecht total nach schwefeligen Zündholzköpfen. Frucht nur untergeordnet, Botrytis, Reifenoten in Fragezeichen. Ja. Vielleicht kriegen wir da gleich nochmal eine Antwort. So, jetzt wird's spannend. Also da müssen wir gleich, lieber Axel, das hat der Axel Finger gefragt. Genau. Also der hat gesagt, ja, das ist eine ganz andere Liga oder beziehungsweise eine andere Art von Wein, die wesentlich komplexer ist, tiefer. Ich habe ihn auch noch nicht getrunken, ich habe nur dran gerochen gerade. Ja, ich gehe mit, Feuerstein, so ein bisschen an Schwefelig, das kommt von diesem Holz. Das ist ja ein Riesling, der im Holzfass ausgebaut wurde, also sprich in 500-Liter-Fässern. Ich meine, wenn du mir das vor 10 Jahren gesagt hättest, haben die ersten angefangen, mit Riesling im Holz zu experimentieren, hätte ich gesagt, weißt du was, vergiss es, keinen Bock drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Stefan, als ich dich kennengelernt habe, du warst der Erste, bei dem ich so gemerkt habe, wow, das geht. Aber auch, weil du es verstehst, also weil ich behaupte, du eine sehr naturwissenschaftliche Ausbildung hast, also sag mal, viele Bereiche eben abgedeckt hast in deiner Karriere, in deiner Ausbildung. Und hier habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Ja, gehen wir mal rein in die Nase, Seeland. Komm, wir riechen mal. Stimmt, er hat ein bisschen Schwefel, das stimmt. Sehr gut bemerkt, Axel.
ein bisschen was von gelben, unreifen Früchten. Mhm. Also nicht negativ gemeint, ne? Einfach nur. Es ist nicht die Überreife. Ja, genau. Es ist auch, glaube ich, für mich die 2011er ist ein ganz tolles Jahr. Also wir haben ja 2007, 2009, sind ja immer die großen Jahre. Viele von den Weinen habe ich abends, ich habe mir auch 2007, 2009er gekauft, ein paar Flaschen. Meistens habe ich nach dem zweiten, dritten Glas schon keine Lust mehr, weil die Weine sind so mastig geworden. Dann kamen diese fantastischen 2010er, die wurden von einigen Kollegen in der Branche wurden die ziemlich kaputt geredet. Auch von Weinhändlern, glaube ich. Also ja, gut, in der unteren Charge war 2010 auch echt schwierig. Genau. Und auch für Grauburgunder, Weißburgunder. Ja, absolut. Und ja, diese 2010er sind wunderbar. Und für mich ist der 2011er so eine Mischung aus 2007, 2009 und 2010. Hat nicht ganz diese spitze Frische, hat aber auch nicht, hat ein bisschen mehr Fett als 2010, hat aber nicht so viel Fett wie 2009 und 2007. Ja, könnt ihr mir noch folgen? Stefan, was schreibst du? Komm, wir gucken mal, ob Stefan schon sich mal geäußert hat zu dem Wein. Man merkt, dass es dein erstes Mal ist, mein lieber Stefan. Ja. Wahrscheinlich muss er wahrscheinlich rüber ins Restaurant. Vielleicht isst er zwischendurch auch noch mal was. Vielleicht liest er einfach mal so vor. Der Kalkofen bleibt leider erstmal zu und leistet seinen von wenigen Kollegen im Keller Gesellschaft von Opus Machina. Das heißt, du hast ihn nicht aufgemacht, Opus Machina. Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Also, Mann, trinken! Also, kann man ihn schon trinken oder nicht? Man kann ihn auf jeden Fall schon trinken. Ja gut, trinken kann man alles, aber... Ich habe das auch vorhin nicht... ich meinte einfach nur, dass ich es persönlich schade finde in Bezug auf großen Gewächsen, dass die einfach viel zu früh teilweise aufgerissen werden. Ja. Und ich finde, er ist sehr schön trinkbar. Ich wäre jetzt aber gespannt, wie er sich dann auch nochmal in ein, zwei, drei... Ich glaube, dass er in zwei, drei Jahren... Also hier, was ich so klasse finde bei diesen Weinen, ich meine, wir reden hier von Barrique, wir reden hier von Eichenholz, ja, wir reden hier von Toasting, und trotzdem ist das hervorragend eingebunden. Also mich erinnert er nicht im ersten Augenblick auch unbedingt an Riesling. Das wäre das Einzige. So als für, jetzt sag mal, der, jemand, der um... Ja? Ja, ich war auch gar nicht bei Riesling. Ich war fast sogar bei... Sauvignon Loire vielleicht? Ja, sowas in der Richtung. Ich habe auch teilweise so einen ganz kühlen, schlanken Weißburgunder. Oder Burgunder. Oder ein schöner Burgunder von Coste-Thury zum Beispiel, die der Stefan sehr gerne mag. Andere Baustelle der Riesling, nicht einfach im Gegensatz zur Nummer 1, schreibt Hans-Joachim Klose. Ja, ich gebe dir recht. Wobei, sagen, ganz ehrlich, ein bisschen verschlossen wirkt. Karaffe, Luft, ja, und natürlich kann der Wein, aber deswegen ist es ja auch nur eine Pulle in diesem Package, also es ist jetzt irgendwie, das ist ja kein Drama, also, aber sicherlich, wer davon ein paar Pollen im Keller hat, wird sicherlich in ein paar Jahren sehr viel Spaß mit haben. Wobei, gilt für diesen Wein auch, für den Soalero gilt das auch. So, Rosenthal Kassel schreibt, Weinkritik ist für mich als Sensorik-Sachverständiger auch immer eine Orientierung am Geschmack des Verbrauchers. Ich persönlich mag zum Beispiel keine erhitzten Weine, aber bewerte diese doch nicht subjektiv. Den Verbraucher mag es oft, bei einigen Sorten passt es und der Winzer muss ja manchmal sogar arbeiten, so arbeiten, allein schon, weil die Tropfen ja verarbeitet werden müssen. Ja, okay. Nicht meine Meinung ist gesetzt, außer bei Fehlern. Wobei das, Ja und nein. Also ich glaube, was erwartet man heute von einem Sommelier, von einem Kritiker, von einem Weinhändler? Ich erwarte, dass er eine Meinung hat. Ich erwarte auch von einem Weingut, dass wenn er sowas macht, wie der Stefan hier, in so einem polarisierenden Stil, dann erwarte ich, dass er dazu steht. Und das tut er ja auch. Und das, also, aber klar, nicht jeder Verbraucher geht darauf an. Also wir müssen natürlich nur aufpassen. Ich lese immer wieder viel von Supermarkt, Discounter, Gietz, wo dann die Weine verkostet werden, verbrauchergerecht. Ist das richtig? Ist das wirklich richtig, dass wir dem Verbraucher so sagen, so nach dem Motto, ja, weißt du, also ich selber bin zwar Fachmann, ich saufe den ganzen Tag Mutton, aber für dich ist das eigentlich ganz okay, weil du willst ja auch nur 4 Euro ausgeben. Ich will damit nur sagen, es ist ein Zwiespalt. Also das werden wir heute Abend hier auch nicht lösen, aber trotzdem, lieber Michael, also so gefühlt, so mal hier Longline gespielt, würde ich sagen, ja, es ist richtig, abstrakt sein, aber ich glaube, B ist ganz wichtig, auch zu sagen, was denkst du wirklich? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Oder, aber das muss jeder für sich selbst und vor seiner Gemeinde und vor seinen Zuschauern auch übrigens verantworten. Und gut, ich habe auch lange Zeit, ich bin da ehrlich, ich habe ja auch Kochduell bei Vox, habe ich lange Zeit Weine empfohlen. Und wenn ich da nicht abstrakt gewesen wäre und auch sozusagen im Verbrauchersinn gedacht hätte, dann hätte ich da keine Berechtigung gehabt, weil in einem Massenmedium wie Fernsehen hast du eigentlich dann nichts mehr zu suchen, weil in einem Massenmedium wie Fernsehen geht es häufig darum,
das zu bedienen, was die Masse will. Ja. Und deswegen haben wir auch übrigens Wein am Limit und deswegen machen wir Bloggen und deswegen schätze ich auch viele Blogger, die eine Meinung haben. Ja, weil das ist eigentlich die Kultur, die ich mir wünsche. Aber es hat niemand recht, hundertprozentig. Es gibt Leute, die machen es cooler, aber es gibt Leute, die machen es eben nicht cooler. Das ist vielleicht. Was sagst du? Unbedingt. Jens, ja, du hältst dich so zurück. Ja, ich kriege dich so zurück, weil ich darf ja auch zugucken. Oh, das ist schön kalt hier drin. Okay, also. Die Mütze ist klasse, vielen Dank. Wer hat das geschrieben? Das hat geschrieben Hadi. 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 In Köln habe ich mir machen lassen. Ist sogar, weil ich verliere gerne meine Mützen, ist sogar die Telefonnummer, habe ich mir reinmachen lassen. Dass derjenige, der sie findet, steht mein Name und die Telefonnummer sehr drauf. Gut. Sehr ja klar, gut. Logisch. Ich kann ja derweil auch noch mal ein paar Kommentare. Ja, bitte. Also Nikolas schreibt, riecht nicht wie typischer Riesling, riecht nach Brotkrumm und Sesam. Das sehr gut, kann Nikolas, ich ja, perfekt, ja. Klasse. Ist genau das, wie wir es auch sehen. Hat mehr was von Burgund eigentlich als von... Genau. Und alle sagen, dass sie ihn groß, also viele sagen, dass sie ihn großartig finden, dass sie ihn aber nochmal 2 Jahre ja wegklingen lassen würden und dann wäre er sensationell. Hajo Friedrich, absolut, nach Berlin, ganz liebe Grüße, 2 Jahre mindestens hat er, ja. Wobei, Mann, weiß ja nicht immer, man legt sich immer alles weg auf die Pullen. Gut. Okay, wenn wir wollen, können wir uns jetzt noch die Erklärung... Süßmoskree. Ja, weil ja, anscheinend scheint man das in Deutschland nicht zu kennen. Ich machst du jetzt, gehst du auf den Link? Also reicht doch, glaube ich, was er geschrieben hat. Ist achso, aus. Achso, okay, sorry. Gehen wir zurück. Gehen wir mal eben schnell zurück. Also, für alle, die nicht wissen, was Süßmoskree ist, jetzt kommt die Erklärung. Hat was mit Apfelsaft zu tun. Ja, ich hoffe, ist das österreichisch? Verpasst. Das hört sich Süßmoskree, das hört sich so österreichisch an. Wo ist es denn? Wo ist musst es du ganz weit runtergehen. Link. Seid ihr noch dabei? Also wir haben jetzt 1 Stunde, wir haben den Wein noch. Besteht aus Apfelsaft, wird ergänzt durch Orange, Zitrone und Sahne. Die super Mischung von Fruchtigkeit, Säure, Süße und Cremigkeit ist dem Alvarinho sehr ähnlich. Ne? Finde ich, also, find ich immer eine geile Beschreibung. Ja, absolut. Das ist cool, das passt auch. Genau. Das passt, hat wirklich was von Apfel, diese Orangenote, wie du, von der du sprachst, Zitrone, genau. Cremig. Ja. Mach nochmal zurück. Genau. Ja, schöne, perfekt. Süße Säure. Von Winning habe ich bis jetzt nur gerochen. Riecht etwas nach Eierschale, verschlossen. Ich glaube, das, was du riechst als Eierschale, lieber Michael Schuk, ist Reduktion. Reduktionsnoten. Das sind die Aromen, die wir hier vom Fass kommen. Das ist Christoph und Melanie nicht. Oh, Entschuldigung, Christoph und Melanie. Also, dieser Wein ist, also, wenn du den trinkst mit jemand, der, ich würde sagen, geeicht ist auf sehr einfache, easy drinking, ich will es mal nicht böse gemeint, aber so ein bisschen in die Richtung Discount. Wenn du dem einen solchen Wein gibst, das ist für den natürlich, das, da sagt er sich, scheiße, was ist denn das jetzt hier? Das ist aber, ich bin auch bei vielen Sachen überfordert. Also es gibt bestimmte Typen Musik, es gibt bestimmte Typen Kunst. Dafür braucht es eine gewisse Erziehung oder braucht es eine gewisse Form von Hingabe und das muss man sich hart erarbeiten. Und wenn du das nicht hast, ist schwer. Also von daher, das nicht, dass ihr das nicht habt, aber es ist schon anstrengend. Ja? Genau. So, Michael Schuck schreibt aber: grün, knackige Säure, leichte Toast und Röstaromen, elegante Mineralität, leichte Cremigkeit und Vanille. Und das wäre dann so eine Beschreibung, wo man dann eigentlich schon wieder im Burgund wäre. Ja. Und das hatten wir auch vorhin schon. Ja, ich finde auch, also was mich an diesem Wein so fasziniert, Leute, ich bin ganz ehrlich, es ist ein Grenzgänger. Es hat nichts mit dem zu tun, aber das ist ein bisschen so, es gibt Leute, die trauen sich mal was und die machen das und ich finde, das ist eine Interpretationsfrage hier. Für mich, ich finde es toll, es ist eine Bereicherung, dass es sowas gibt. Es ist was völlig Neues. Es ist nicht das typische Riesling-Klischee, was es überall gibt. Und, also vor 2 Jahren hättest du das nicht irgendwie groß deklariert sagen können, Riesling aus dem Holzfass, das hätte ja keiner mal eben ohne irgendwelche Auszeichnungen aus den Händen gerissen. Ja, wobei ich glaube... Es fängt jetzt langsam an, dass man sich daran gewöhnt, dass Riesling nicht nur ganz klar und aus dem Stahltank, sondern tatsächlich, dass man da ein bisschen spielen kann. Und der Holzeinsatz ist ja wunderbar, es tut ihm wirklich gut. Also man merkt auch die Kühle, die Frische, die Lage ist ein bisschen genau höher. Ja. Und hier ist jetzt mal die Frage, worauf kommt es am Ende an? Wollen wir jetzt nur Riesling-Puristen sein oder wollen wir einfach einen geilen Wein trinken? So, und hier würde ich sagen, was sagst du? Jens sagt? Geilen Wein. Geilen Wein. Tobias? Jedenfalls. Hauptsache es knallt? Nein.
Nein? Okay. Das war bei der letzten Sendung war das noch. Du hast dich schon enorm entwickelt seitdem. Aber ich finde das toll. Also natürlich wird man sich trefflich darüber streiten. Ich glaube auch, dass es der Stefan nicht nur einfach hat in der Branche. Ich kann mir aber vorstellen, dass alle sagen, scheiße, wie macht er das? Und versuchen das jetzt hinzukriegen. Das glaube ich aber auch. Und das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Und das ist gefährlich, weil man dann Plagiat wird. Weißt du, wenn einer mal eine geile Idee hat, klar hängen sich viele dran, vielleicht gibt es auch auf Dauer welche, die das gut machen werden, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, immer das zu machen, was man selbst am besten kann. Und wenn der Stefan gesagt hat, das ist meine Stilistik, darauf habe ich Bock, das war ja eine Idee. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich der Einzige bin, der das gut findet oder du. Es gibt ja wirklich viele echt gute Weinleute, die sich total darüber gefreut haben. Aber wenn man sich jetzt so einen alten englischen Herrn vorstellt, im Nadelstreifen, der in seinem Club sitzt und der natürlich, und die Weine liebe ich, Mosel Rest Süß Spätlese liebt oder Kabinett, wenn du dem das gibst, der sagt dir, weißt du was, Alter, hast du Probleme? Und ja, da würde ich sagen, ich habe keine Probleme. Nein, sie haben das Problem, dass sie den Wein nicht kennen, weil sie kennen Stefan Attmann nicht. Aber ich glaube, wir werden so ein bisschen philosophisch heute, aber ist es Wein? Oder ist es Riesling? Für mich ist es erstmal ein geiler Leidenschaft. Wein. Ja, aber für mich ist es erstmal ein geiler Wein. Ja, für dich ist Leidenschaft? Wein, absolut, ja. Okay. Das ist das, was mich an Wein auch so reizt, dass es immer wieder etwas gibt, womit man eigentlich Klischee Riesling nur wirklich ganz schlank und säurebetont, nicht im Holz ausgebaut und so weiter. Nein, man wird immer wieder überrascht. Es ist eine fixe Idee, die jemand haben kann im Keller, der baut das dann so aus, wie er... auf was er da tatsächlich irgendwie, wie er das gerne machen möchte, und er überzeugt. Gut, ich meine, man muss dazu sagen, hier ist die Tonnellerie, deren Name mir gerade nicht einfällt, ist eine der allerbesten, die es gibt. Die Verarbeitung der Trauben ist extrem präzise. Also es ist auch jetzt nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, ja? Also hier hat jemand mal nachgedacht und gesagt, ich bringe mal was Neues. Ja, aber es fängt ja dann schon auch an, man muss ja gucken, Toastungsgrade und so weiter, das haben die wirklich perfekt hier eingesetzt. Ja, ja, und noch eine Sache, weil ich gerade in Neuseeland war und viele Sauvignons probiert habe, das ist, so könnte Sauvignon auch schmecken. Ja? Also im Holz ausgebauter, tut er aber häufig nicht. Weil es schmeckt einfach nur dünn, wässrig und grün. Das ist richtig geiler Wein. Das zeigt eben auch die Klasse von einem coolen Riesling. Richtig guter Stoff. Also Praterale schreibt... Schön, dass ich unterbreche. Richie schreibt noch, ob sich die Franzosen... das jemals erlebt hat, die Franzosen sich Gedanken über Grand Cru gemacht. Natürlich haben sie sich Gedanken gemacht, weil das ist die erste Marketingmaschine der Welt gewesen. Die Geschichte für Médoc 1855 es zu klassifizieren, war von Napoleon III. In Auftrag gegeben worden, um etwas zu haben, was man der Öffentlichkeit verkaufen konnte. Natürlich machen die Franzosen das. Sie machen es sehr geschickt auch. Ob alles Grand Cru ist, das ist eine andere Frage. Er bezieht das auf den Preis. Ne? Okay. Ja, genau. Nee, ja gut, es gibt so viele Grand Crus. Saint-Emilion ist fast alles Grand Cru. Also. Genau. Gut, sorry. Praterale sagte noch, dass er eine Nase Feuerstein hat, was ich auch so bestätigen kann, leichte Feuersteinnoten. Warte mal, hier schreibt jemand, finde ich auch gut, das ganz neue, Hanterone 110. Tolle Mineralik, genau. Gradliniger, aber auch dichter Stoff. Wow, lecker. Ja, und das finde ich eine ganz tolle Beschreibung. Warum? Weil da steht nichts von Riesling. Da steht erstmal Wein. Ja, genau. Und das ist, genau. Kurz und knackige Beschreibung. So, man merkt Komplexität. Nase finde ich unter anderem riecht nach Gras und vielleicht ein bisschen Heu. Und im Abgang ist er sehr lang. Und das. Ja. Das ich glaube, auch so würde ich diesen Wein bewerten wollen. Also ich würde jetzt nicht versuchen, also es gibt so Musik, mit der muss ich mich erst anfreunden. Und genau das ist hier auch so ein bisschen, also... Ja, mit dem Wein muss man erstmal ein bisschen spielen, muss sagen, mach ich das, passt das zu mir, habe ich Bock da drauf? Ich würde es nicht von vornherein ablehnen, nur weil es anders ist. Und am Ende, der Strang zieht sich aber hier durch. Und das war so ein bisschen auch die Idee heute von diesem Package, zwei Weine zu haben, die in sich ganz, ganz tiefe, feste Weine sind. Also wo wirklich was dahinter steht, wo kein beliebiger Scheiß ist. Ja? Sorry. Ja. Philipp möchte unbedingt auch was dazu sagen. Und zwar, lieber Philipp, der Direttore ist das übrigens. Der Direttore, kennst du den Direttore? Ja, klar. Okay. Habe ich auf dem Vinocamp kennengelernt. Und ich lese seinen Blog. Das kommt hinzu. Ja, schreib also, doch sehr gut. Lieber Philipp, bleib uns erhalten. Schreib weiterhin fleißig. Danke. So, er sagt, dass
dass er das bestätigen kann mit den großen Gewächsen, dass die immer meistens zu jung getrunken werden. 5 bis 10 Jahre, da können gute große Gewächse doch gerne liegen. Schön, dass auch was für Reife und nicht für schnellen Genuss benefiziert wird. Mhm. Auch was für Reife. Vor allem bei Weißweinen. Welche Länder können das schon außer Deutschland und Frankreich? Auf lange Zeit gedachte Weißweine bzw. Rieslinge. Ich habe kurz geschrieben. Erwachsenen trinken sehr geil. Hier können wir von 5 Soul-Punkten reden. Tief, komplex, anders, vielschichtig, Potenzial, ein wenig Punk. Ja! Yeah. Ja, stimmt, sehr gut. Bin ich auch dabei. Also ich glaube, die volle Punktzahl traut man sich immer ganz selten zu geben. Vielleicht sind wir auch in unserer Erziehung, in der germanischen Erziehung manchmal, ja, uns fehlt manchmal das Überschwängliche, so einfach nochmal so den letzten Punkt noch zu geben. Aber ist auch mal die Frage, was ist Perfektion? Was nichts. Mann, gib ihm noch 6, Philipp! Gut, hier wird noch... Also man kann 5 oder 6, je nachdem, wie man drauf ist, glaube ich. Also, aber ich finde, 5 ist eine sehr objektive Wertung und 6 ist eine subjektive, wenn man mit diesem Wein, wenn man diesen Weinstil mag. Oh. Ich mag ihn. Also 5, reden wir von 5? Wie viel gibst du? Bisschen plus. 5 also plus? Wenn wir uns... Oh, jetzt fangen wir auch schon an. Nein, nein, nein. 92 nein, bis 94. 6. Ich war bei 6. Und, aber dann im mir fehlt nichts an dem Wein. Okay. Du weißt ja, also bei Parker, ich habe das ja immer sehr bewundert, eigentlich dieses System, 87 bis 89 Punkte. Dann allerdings, wenn der Wein herauskam, dann hatte der dann doch nur 85 Punkte. Also es wurden immer mal wieder Revisionen. Man kann sich ja ständig irren. Und ich fand auch an der Stelle wurde es unübersichtlich. Und deswegen sollen die Soul-Punkte auch ein bisschen mehr die Spaßpunkte sein. Und Spaß habe ich mit dem Wein voll. Volles Pfund. Ja, also ich soll ein bisschen lauter sprechen. Das werde ich jetzt auch tun. Hier wird auch ein bisschen was nach Technischem gefragt. Was, ja. Wie hoch der Anteil von dem spontan vergorenen Most ist. Vielleicht kann uns Stefan gleich nochmal antworten. Also Stefan, es wäre super. Ich weiß, du bist ja hoffentlich jetzt wieder dabei und nicht wieder schon entschwunden in dein Restaurant und verfolgst das hier noch. Ich weiß, wir haben damals dieses Fass aus... Ich glaube, es ist alles spontan vergoren, nach meinem Erinnern. Und mich hat einfach die Aromatik von diesem Fass auch nochmal so tierisch angemacht. Also diese, wurde häufig Sesam gesagt. Ja, gerösteter das, Sesam kam dann irgendwann noch im Anschluss. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, als wir den Wein dann probierten und sagten, wow, das ist echt geil. Okay. Gut, und dann schreibt Axel Finger, Stefan schreibt, dass er den leichten Hang zum China-Böller mag. Woher kommt der Ton? Vom Fass oder vom Toasting? Das übrigens kann dir auch der Stefan Attmann sehr, sehr gut erklären. Das hat diese China-Böller-Note, das hat was mit der Polymerisation. Es ist ein Zungenbrecher. Es ist wirklich genau, das hat was damit zu tun, dass eben diese Molekülketten auch mit dem Holz, wie sie reagieren, bla bla bla. Ein extrem, also ein chemischer Vorgang, aber er ist gewollt. Er ist in diesem Wein gewollt. Übrigens, diese Mineralität, die wir manche hier oder die manch einer von euch jetzt hier in diesem Wein zu riechen vermeint, ist häufig das Holz und ist der Ausbau. Weil Mineralität ist eigentlich, und da bin ich mit Stefan auch d'accord, nicht schmeckbar, oder es ist schmeckbar, aber nicht riechbar, aber durch bestimmte Aromen eben wahrnehmbar. Und das interpretieren wir da rein, dass das mineralisch ist. Aber eigentlich dieser etwas stinkige, an Eierschalen oder an China-Böller erinnernde Duft, das ist eben die Ausbauart. Und das hat viel was mit den Hefen zu tun und mit dem Holz. Ja. Also diese Reduktionsnoten. Was gibt's Neues an der Front? Ich finde den Wein übrigens geil. Man kann echt über so einen Wein kann man den ganzen Abend quatschen. Da kann man seine ganze Weinphilosophie nochmal neu dran erkennen. Und das finde ich eben auch so spannend bei Wein, dass das ist so Geschmacksschule, ja? Also, was schmeckt denn Tobias? Den liest du mal in der Zwischenzeit. Tobias, was schmeckst du? Schwer zu sagen. Also, was das denn schmeckt? Schmeckt er dir? Dann komm doch her, dann kriegst du noch ein Glas. Das ist auch gut. Man muss eigentlich am Set immer hier einen haben, der eigentlich nur trinkt. Weil wir Weinleute neigen sowieso dazu, unglaublich viel zu quatschen.
Und das wirkt ja manchmal unglaublich befremdlich auf Leute, die den ganzen Tag nur Bier trinken. Okay, Stefan hat geschrieben. Ah, Stefan. Genau, der Kalkofen ist seit Anfang August auf der Flasche. Es fängt also erst an. Das Lesegut hatte gegen 0% Botrytis. 0% Botrytis, also keine Edelfäule. Also absolut sauberes Lesegut. Genau, den leichten Hang zum China-Böller liebe ich, das hat er uns ja auch schon der Axel Finger geschrieben. Das ist eine Edelreduktion, der Wein braucht Luft oder Zeit auf der Flasche zu reifen. Hm? Ja. Ja. Ja, ist auch eine Reduktion. Stefan, vielen Dank, das war gut, vielleicht kannst du mit dem Axel dich aber direkt kurz schließen. Also weil ich erinnere mich noch an eine Probe mit dir, die ich vor einiger Zeit hatte, wo du uns das alles nochmal erklärt hattest. Ich fand's genial, aber es ist, vielleicht sprengt das den Rahmen dieses Blogs, der sich ja auch unter anderem mit der Saufigkeit dieser Weine beschäftigt. Und was sagst du? Ist geil, ne? Temperatur übrigens bei dem Wein bin ich mir gar nicht so sicher, weil die klassischen Rieslinge trinkt man ja gern so ein bisschen kühler. Den trinke ich wie ein Burgunder. Nein, also so ein Riesling so bei 10 Grad, große Gewächse, aber den kann ich auch wie ein Burgunder bei 14 Grad trinken. Hat aber viel mit der Ausbauart zu tun. Sind wir heute Abend übrigens mal... Du musst hier jetzt mal, Tobias, du bist hier der Einzige, der noch vernünftig ist. Wir sind ja komplette Weinheinis hier. Versteht man das alles noch als normaler Mensch, wenn man jetzt hier so in diese Sendung so reinzoomt? Also es gibt beamt. Teile, die sind schwer zu verstehen, aber eigentlich schreibst du es sehr gut, muss ich sagen. Also welche Teile sind schwer zu verstehen? Naja, wenn es tiefergründig wird, dann... Mit der Polymerisation? Genau. Da habe ich aber auch keine Ahnung von. Okay. Ich kann dir nur sagen, wie es schmeckt. Es schmeckt ein bisschen wie Eierschale und wie Sesam. Und Hühnerkacke. Carsten schreibt frei nach Forrest Gump, dumm ist der, der dumm ist tot. Stefan Attmann, ist das nicht genialer Wein, eine echte Erfahrung. Super, toll, Carsten, das freut mich. Ich glaube, ey, mal ganz ehrlich, das ist auch genau das, was Stefan will. Eigentlich irgendwie, ich habe auch selten jemanden gesehen, der so die Leute so mitreißen kann. Es gibt bestimmt Leute, die ihn total ablehnen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, ey, der Mann hat aber Spaß an Wein und an Geschmack. Genialer Tropfen. Mainstream kann jeder. 6 Soul-Punkte. Und ich finde, je länger ich ihn im Glas habe, desto mehr sind das wirklich 100% 6 Punkte. Ja, weil er eben immer mehr aufblüht und weil er echt extrem viel von Coche Dury hat. Aber es ist der gleiche Önologe auch, der Stefan berät. Stefan, das darf ich verraten. Und es ist der gleiche, es ist das gleiche Holz. Und das ist crucial, glaube ich, in dieser ganzen Geschichte. Also ich wollte damit nur sagen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Wein, der mal so entstanden ist, sondern es ist ein Wein, hat sich jemand hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht und hat das getan. Das finde ich spannend bei den von Winning Weinen. Es war ja keine Idee ganz früher, haha, vor 30 Jahren. Okay, lies mal vor. Also, es war ja keine Idee ganz früher, vor 30 Jahren, da gab es nur Holzfässer. Wir arbeiten einfach sehr traditionell. Die Weine gären warm, weit über 20 Grad. Wir haben keine Kühlung, spontan und bleiben auf der Vollhefe bis August. Fertig. Jawohl. Ja, zack, also am Ende ist es auch sehr traditionell, wie Stefan arbeitet. Und es ist eben nur eine andere Richtung. Es ist durch eben dieses französische Eichenholz hier. Ja, was gibt's noch? Stefan sagte dann nur, weil wir vorhin vom Punk gesprochen haben, der Direktor hat vom Punk gesprochen und Stefan sagt, ich mag Jazz und Metal, Punk ist aber auch okay. Ja, anders auf jeden Fall. Kein Gilli Vanilli, Gilli Vanilli, der schreibt gar nichts mehr, Gilli. Doch. Der hat sich bestimmt schon die beiden Flaschen wieder reingetan und liegt schon wieder irgendwo in der Ecke. Er hatte geschrieben, dass seine Freundin dass er morgen nicht arbeiten muss, deshalb ist auch schon die erste Flasche komplett weg. Ja, Gucci, aber zwei Flaschen am Abend schaffst du normalerweise alleine. Ich kenne dich ja. Beim zweiten Glas und nach mehr Luft wird der Wein deutlich zugänglicher. Sehr schöner Wein, vollmundig. Der Geschmack bleibt lang am Gaumen. Das schreibt Gilli. Ja. Der berühmte lange Abgang, Gilli, von dem ich immer träume. Aber heute ist ja auch Valentinstag. Da solltest du ihn zweimal kriegen. Jens, was lachst du so? Super. Na mein Gott, also ich meine, es ist doch schön, zweimal am Tag unterschiedlich den langen Abgang gehabt zu haben. Das ist herrlich. Morgens und abends. Morgens und dazu eine Lasagne. Ich habe da ein paar bestimmte Adressen, die sind im Internet zurzeit zugänglich. Übrigens, Lasagne und Riesling Kalkofen ist zurzeit eine der gefragtesten Kombinationen. Hashtag Kalkofen und Lasagne. Mehr geht nicht. Gut. Also okay. Im Star
Was schreibt da? Also im Stahltank erreicht man sowas nicht, schreibt Axel Finger. Ich bin ja nicht so der Säuterfreund. Ich finde sogar die Säure in dem großen Gewächs wesentlich eleganter und besser eingebunden als beim ersten Wein. Ey, Alter, sag mal, lieber Axel, Grüße nach Ostwestfalen. Der Wein hat natürlich auch mehr Wumms, der hat auch viel mehr Power und eine ganz andere Konzentration. Also da müsste man, wenn man fairerweise sagt, es gibt den Soalero Primeras Vinyas, gibt es. Mhm. Das sind diese ältesten Weinstöcke von 74. Da müsste man den daneben stellen, den gibt es aber übrigens auch noch nicht. Und der, würde ich sagen, hat die gleiche Struktur und Festigkeit, kostet das Gleiche. Ja? Oder dasselbe, wie man bei uns in Ostwestfalen sagt. Ja, gut, das sagt man mehr Richtung Hamm. Hier geht der Trend ein bisschen auch zum So in der Stilistik. Ja. Der Dedatode schreibt auch nochmal, sollte man ein bisschen wärmer trinken. Absolut. Da sind wir wieder bei dem, also was mich auch immer wieder nervt, Generalistenscheiß heute auf der Welt. Leute, das wisst ihr auch genau. Es gibt für die Weinwahrnehmung gibt es ganz unterschiedliche Temperaturen. Wirklich, ob Sommer, Winter ist, ob man hier in so einem Kellerverlies beziehungsweise bei 6 Grad minus eine Weinprobe macht oder ob man draußen sitzt irgendwie, ist so entscheidend, es ist so ein emotionaler Wert. Und ich glaube, auch dieser Wein, ich bin weiterhin bei 12 bis 14 Grad, je nach Außentemperatur, je nach Stimmung, je nach Jahreszeit, ist die beste Temperatur. Cool. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr könnt uns gut verstehen. Ich hoffe, die technischen Probleme haben wir mittlerweile alle überwunden. Ja, wie gesagt, wenn wir mal eines Tages hier mit ganz, ganz vielen Leuten sitzen, dann mache ich auch ohne Werbung hier. Die anderen müssen weiterhin mit Werbung zu Lasagne. Oh Gott. Ich glaube, ich trinke zu viel von dem Wein, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Mit dem Flash. Christoph Nimmerrichter. Dichterstoff 6 Soul-Punkte. Jeder, der Mosel schreit, bitte zurück an den Start. Sehr gut. Sehr gut, Christoph. Cool. Der Riesling wird von Minute zu, bin gespannt, wie er in 2, 3, du, liebe Bianca, einfach ab heute die Flasche mal 2, 3 Jahre aufstehen lassen und dann wieder probieren. Du wirst feststellen, er wird nicht mehr ganz so gut sein dann, wie heute. Bianca schreibt an Stefan, bring bitte mehr als 6 Flaschen mit zur Pro-Wein, freue mich auf den Flashmob. Also ich glaube, den einen oder anderen werden wir da tatsächlich antreffen. Mein lieber Stefan, ich glaube, es wird für dich eine schwierige, anstrengende Pro-Wein, du wirst viele Besucher haben. 6 Soul-Punkte höre ich immer mehr. Leute, das finde ich auch geil, dass ihr jetzt hier ein bisschen die Hand übernehmt, wie, also ich meine, ich hau ja immer hier die Bewertungen raus. Aber hier ich bin ja basisdemokratisch. Ja. Ja, 6. Na, sagt mal, wie viele Punkte? Aber es ist schon interessant. Also ich glaube, wir haben uns heute geeinigt auf 4 bis 6. Oder 4 für den Soalero und 6 für den Kalkofen. Ja. Oder 5 unter 6. Aber ich würde sagen 6. 6. Ich bin bei 6. 6. Absolut. Bist du auch bei 6? Mhm. Meine spanische Freundin, das möchte ich lesen. Das ist bestimmt der mit den beiden Damen da zu Anfang. Da musst du wieder ein bisschen runter. Runter, runter, runter. Moment, wir sind noch. Ja. Da. Meine verzieht entzückt das Gesicht beim Riesling. Mal ehrlich, was will man mehr? Ja, lieber Thorsten, das ist ja auch klar, dass sie den Riesling besser findet, weil du weißt, dass Spanier und Portugiesen immer noch eine Rivalität haben. Das ist ungefähr so wie mit uns und den Österreichern. Wobei, ich liebe die Österreicher. Ich liebe den Schmäh. Herrlich, ja? Super. Ja? Oder Schweizer. Na, die Schweizer mögen uns nicht so gern, weil, ja, das will man auch. In der Schweiz, da lebt man. Also in Deutschland arbeitet man, in der Schweiz lebt man. Und die arbeiten natürlich auch viel, die Schweizer. Oh, wir haben auch schon jetzt 7 Punkte. Kudam Cowboy schreibt nach dem 3. Glas 7 Soul-Punkte. Ausrufezeichen. Mein lieber Kudam Cowboy, ich möchte nicht wissen, wie es nach der 3. Flasche aussieht. Müssen wir das dann machen? Was gibt es da so für Obermultiplikatoren? So? 3. Flasche, jetzt gibt es da 7 Punkte für ein Glas, nach 3 Gläsern, 3 Flaschen. Mein lieber Stolle. Ah, 456 Punkte, würde ich sagen. Okay. Okay, Hadi schreibt, super Hendrik, ich liebe die heutige Sendung wieder. Man merkt, dass du im Januar keinen Wein getrunken hast. Lieber Hadi, ich wünschte, ich hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch dank Facebook, ich habe so ein bisschen. Ich habe also 3-mal gesündigt in der Zeit und es war nicht der ganze Januar. Ich bin ja am 20. nach Neuseeland getingelt. Das heißt aber trotzdem, das erste Glas in Neuseeland hat mich umgehauen. Ohne Ende. Aber ich habe zu Silvester und dann habe ich noch mal ein paar Bierchen getrunken. Ich gebe es zu. Ein paar Craft-Biere habe ich mir reingepfiffen. Und irgendwann hatte ich mal einen Abend, da haben wir auch eine Flasche Wein getrunken. Also es war nicht ganz, aber ich habe auch gehört, es ist gar nicht so gut, wenn man jetzt so von 0
runter, also von 100 auf 0 wieder runterfährt. Du meinst, man muss ab und zu mal ein bisschen wieder... Ja, also mir wurde gesagt, also es ist gar nicht so gesund, also der Körper gewöhnt sich nur langsam an diese Aberziehung und deswegen habe ich auch so ein bisschen gesündigt. Aber trotzdem, lieber Hardy, ja, ich bin wieder voll dabei, das kann man wohl sagen, im wahrsten Sinne. Ja, vor allen Dingen hier die Mitstreiter. Weißt du, ich nippe ja nur, die hauen hier weg, die picheln weg. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Okay. Was haben wir denn noch für Dinge? Aber jetzt merkt man langsam, jetzt erschlafen sie langsam. Mal Twitter gucken. Dann was sagt Twitter? Komm, ich mache hier nochmal. Leute, ich sage nur eins. Für mich das Gericht des Abends dazu wäre Poularde. Poularde mit Morcheln zum Beispiel oder mit Pilzen. Cremige Soße. Genial. Seelen? Achso, Speiseempfehlung habe ich gerade nicht. Ich wollte gerade nur ein bisschen kommentieren. Ja. Auf Twitter kommt nochmal von Bianca Hindrichs. Ich fand den Kalkofen streng, nicht so yummy, beziehungsweise verspielt, wie Riesling sein sollte. Mhm. Ja, liebe Bianca, gut, dass du das geschrieben hast, weil das ist auch kein typischer Riesling. Es ist nicht die klassische Riesling-Ansage. Also dieses eher fruchtige Ananas, das ist alles andere. Keine Exotik. Das ist eigentlich, wenn man jetzt mal böse ist, nicht unbedingt der klassische, kein Riesling, doch es ist Riesling. Aber es ist die besten Eigenschaften vom Riesling in einer völlig neuen Interpretation. Mit Holz und eben aus einer Top-Lage, dem Kalkofen. Also blind hätte ich den niemals. Schwer. Nee. Ja, aber man hat es auch nicht auf der Uhr. Ja, genau, das ist der Punkt. Man hat es nicht auf der Uhr. Oder? Aber konntest du die Weine sehen, oder? Von Winning? Ja. Teilweise, aber ich kannte den Kalkofen jetzt tatsächlich noch nicht. Und hier schreibt Michael Strasse noch, ein Hammer, Riesling, Reben und die Pfalz, Gott erhalts. Mein lieber Scholli, ey. Welche Partei? Es ist Wahljahr. Bisschen vorsichtig, mein lieber Michael, dass du das Kreuz hier an der richtigen Stelle. Nicht da, wo das so bräunlich wird, bitte, ja? Nein, aber es ist auch in Ordnung. So, jetzt gucken wir nochmal bei... Wir haben mittlerweile 176 Kommentare, das ist echt toll. Gut, da merkt man eben auch, also wirklich nochmal, liebe Freunde, echt ganz, ganz herzlichen Dank. Super Abend, macht Spaß. Stefan kommt nochmal, ich würde sagen, wir machen auch so ganz langsam, gleiten wir mal raus mit dieser wunderschönen Soulpunkte, klasse. Bin Schreibt da, Stefan. Aber nicht fit. Wer kennt denn Chris Jones Roadhouses und Automobiles? Wer kennt denn Chris Jones, Roadhouses und Automobiles? Fünftes Lied. No Sanctuary Here. Die Mucke passt zum Kalkofen. Essen. Gegrillter Fisch, Beurre Blanc mit Safran oder Geil. Limette, Fenchel und selbstgemachte Nudeln. Finde ich gut. Und wenn Fisch, dann Seefisch, weil der muss ein bisschen Power haben. Baroliste? Auch 6 Punkte. Für 6 Punkte müsste er noch eine Schippe drauflegen, vielleicht im Alter, wenn wir ihn nicht mehr in der Flasche haben. Jetzt bekommt er 5, so wie er ist. Aber man kann sich schön festdrücken, was meine Weinfreundinnen auch tun. Kein Wunder, normalerweise lassen die mindestens 6 Weine durch ihre Verkostungskehlen laufen, inklusive einer Ladung feinsinniger Adjektive und sonstiger schlauer Kommentare. Oh, wow. Ich würde sagen, mein lieber Barolista, also ich meine, alle sind ja heute Gewinner. Wir haben, glaube ich, 2 coole Weine getrunken, aber es gibt noch einen, der die Zusatzzahl gezogen hat, und das bist du. Das glaube ich auch. Und ich glaube, ich hoffe, du hast genug im Petto für die Damen, um weiterhin auch ein Happy End sozusagen. Was wird denn hier so gegrinst? Also, ja. Ja, also, Speiseempfehlung willst du noch? Ja, wir hören gerne. Ich höre noch und dann... Genau, ein Pistazienrisotto haben wir hier, Filet vom Iberico haben wir, haben Tafelspitz und wir haben Schnecken. Wie wäre das mit Schnecken zu den Weinen? Ja, aber dann die richtig guten Schnecken. Also nicht die hier, die es überall gibt, sondern, also ich habe, war jetzt in Burgund im Herbst letztes Jahr. In Marcuisine, oder wo in Marcuisine, und da habe ich Schnecken gegessen, mein lieber Scholli. Ja. Ey, Alter, da kannst du jede Schnecke hier vergessen in Deutschland, da willst du Schnecken im Burgund haben. Ja. Also das ist dann Schnecken mit CK und nicht mit Doppel-G. Und die waren wirklich cool. Also ich will damit nur sagen, also wenn Schnecken, wobei, also ich finde den Wein, oder Sushi auch, finde ich. Also in einer, sag ich mal, so ein bisschen gewagtere Interpretation. Hensler zum Beispiel, wie ich finde, der macht sehr gutes Sushi in Hamburg. Sehr interessante Kombination, gewagte Kombination, könnte ich mir super dazu vorstellen. Gerade wenn sie ein bisschen crunchy auch sind oder ein bisschen Fleisch, irgendwas. Ja. Also nicht diese ganz klassischen, sondern
bisschen die spielerischen Varianten. Ja, er hat ja viel mit Sesam und so solchen, genau, Sachen. Ja. Cool! Sehr schön. Also, na, dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Erstmal, ich fange erstmal an hier bei meiner charmanten Co-Moderatorin. Assistentin, Co-Moderatorin. Okay. Da lege ich großen Wert drauf. Assistentin. Das hört sich immer so nach Vorstandsvorsitzender an. Und das ist Wein am Limit bestimmt nicht. Ich sage ganz herzlichen Dank, Selin. Danke, Hendrik. Ich schätze dein Urteil. Ich finde es toll, dass du mitgemacht hast. Und, hat Spaß gemacht. Ich finde es auch super, dass die Frauenquote bei Wein am Limit durch dich eben auch eine ganz neue Bedeutung kriegt. Wie du ja gemerkt hast. Zum zweiten Mal. Ne? Dann steigern wir uns super durch dich und erhalte das und weiterhin viel Erfolg. Und, danke. Was passiert bei dir so? Ja, ich werde noch mal ein bisschen raus aus dem Einzelhandel, vielleicht in den Großhandel wechseln. Oder wenn jemand einen Job für mich hat, also ab Mai wäre es dann soweit. Nichts Unseriöses bitte, liebe Freunde, weil Ihr Freund sitzt mir gleich gegenüber, der passt Ehemann. Auf. Entschuldigung, Ehemann. Ich Freund immer, weil ihr nicht den gleichen... stimmt, du hast ja... Entschuldigung. Ich heiße Langbein, ja. Du heißt ja Langbein. Entschuldigung. Also das war jetzt zu viel Riesling alles heute gut. Abend. Ja, Dankeschön. Also wer was Interessantes hat, was Interessantes weiß, gute Leute sucht das Land. Tobias! Unser Mann. Ja, absolut. Mit vielen neuen Ideen und oder einigen neuen Ideen. Und das werden wir weitermachen. Du bist uns ja doch, Gott sei Dank, bleibst uns ja noch ein bisschen erhalten in Hamburg. Schön, dass du das hier wieder auf die Beine gestellt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vor allem, dass du auch siehst, was ist nötig. Nicht zu viel, sondern das Richtige. Ne? Und Jens. Wieder ein ausgezeichnet schöner Abend. Ja. Du kannst schleimen, mein Lieber. Das ist unfassbar. Beverly, meine Frau, zum Valentinstag. Also. Leute! Zum Abschluss noch. Ja? Der Reload wird morgen Abend, denke ich, mal online gehen. Okay, also der Reload morgen Abend auf Wein am Limit. Dann haben wir ihn drauf. Es ist auch ein bisschen länger geworden als anderthalb Stunden, obwohl es so ungefähr ein bisschen länger. Für Freunde der schrägen Musik, passend zum Tag, My Bloody Valentine hat eine neue Platte rausgebracht. Die ist sehr schräg, genauso wie vor 15 Jahren, als sie die letzte rausgebracht. My Bloody Valentine. Alright, okay, das hört sich funky an. Cool. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an euch alle. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bleibt uns gewogen, bleibt mir gewogen, bleibt aber vor allen Dingen dem Wein gewogen und das macht wirklich Spaß. Ich denke, die Kritiker, die ich so am Anfang hatte, die hat man natürlich immer. Ich genieße auch Kritik, muss ich sagen. Das spornt mich an. Aber vielleicht, dass diejenigen, die hier vielleicht reinschneiden, mal in diese Sendung sehen. Wir meinen das wirklich ernst hier. Also, bleibt sauber, trinkt besser und mehr Spaß im Glas mit Wein am Limit. Jawohl, tschüss. Ciao, Dankeschön. Dankeschön nochmal an euch. Ciao.